Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Match Road to Red Bull Voodoo Legacy Juli Finale. Wir sind jetzt eine Runde weiter, weitere Best of Fives allerdings, und wir haben ein Mirror Game zum Start. Einmal den Spieler in Blau, das ist B beim 3D-Clan, und sein Gegner, das ist Koinu bzw. Psyak. Nutzt nach wie vor beide Nicknames. Und wir starten natürlich auf Trockenes Arabien und zweimal Abbasiden-Dynastie. Das heißt, die beiden könnten sich theoretisch ein Wettrennen um Dorfzentren liefern. Frische Lebensmittel und dann Steine sammeln und damit Party machen. Wäre eine Option. Mölligen natürlich Schafe sammeln, Bärensträucher sammeln. In dem Fall allerdings Bärensträucher werden noch nicht berührt. Sondern die beiden konzentrieren sich noch ein bisschen auf die Schafe, sammeln Holz, sammeln Gold. Und eben die Frage ist, schnappt sich einer irgendwann Stein? Bisher ist es nicht der Fall, wie man sieht vor der Halbzeit. Da kommt einmal Steinsammeln mit dazu. Aber nur bei der Seite von B. Koinu macht das bisher nicht. Wobei, er geht jetzt vom Gold weg. Jetzt wandert er runter. Also auch bei ihm. Steine sind in Planung. Wir kriegen auf jeden Fall ein zweites Dorfzentrum. Und die Frage ist, baut einen drittes. Ja, das kann wirklich beim Abbasiden-Mörder so ein Wettrennen werden. Wer hat mehr Dorfzentren am Ende? Birgt natürlich auch gewisse Risiken. Wenn man selber die zusätzlichen Ressourcen in Dorfzentren investiert und der Gegner das nicht tut, hängt man da natürlich hinterher. Da muss man etwas drauf aufpassen. Da mal abwarten, wie viel es wirklich wird. Wir sind den ersten Reiter und das ist dann auch so die Armee-Komposition, die man spielt mit Reitern und Kamelen. Da werden sie sich recht ähnlich sein. Das ist tatsächlich B, der weit rauswandert mit seinen Dorfbewohnern. Das wird ein interessantes Dorfzentrum. Er hat gleich die Ressourcen für. Und er geht wirklich weit, weit, weit raus. Also das ist schon, das ist wirklich ein offensives Dorfzentrum, so komisch das klingt. Er versucht damit, seinen Gegner ein bisschen zu nerven. Hat den Reiter mit dabei. Das ist mal eine Ansage von B. Das Ding da reinzuknallen. Er schirmt damit eine Goldader ab. Ist auch nicht weit weg von der zweiten Goldader. Und natürlich die Bärensträucher hier. Und einen Wald hat man auch noch in der Gegend. Also es ist ressourcentechnisch eine nette Stelle. Aber es ist wirklich mutig, da ein Dorfzentrum reinzusetzen. Ist natürlich auch mega weit weg von seinem anderen Gebiet. Also liegt jetzt ein bisschen an B, da Druck aufzubauen und Druck aufrechtzuhalten, damit Psyak nicht auf die Idee kommt, irgendwie einen Gegenangriff zu starten. Es ist schwieriger für B, sein ganzes Gebiet vernünftig zu verteidigen. Da ist er wirklich so weit voneinander entfernt ist. Hier bei Gold gibt es ein bisschen Stress. Sperrkämpfe werden bereits bebaut bei Koinu. Das sind B mit weiteren Reitern unterwegs. Und da sieht man eben das Dorfzentrum vom roten Spieler an den Rehen. Und Bärensteuer wären auch nicht so weit weg. Aber ansonsten ist es immer noch hier ein Gegenüberstehen. Keine weiteren Steine bei Koinu, aber weitere Steine bei B. Es fehlt ein Stein für ein Dorfzentrum. Er ist bei 2,99. und sammelt jetzt aber weiter Holz. Also nicht sicher, ob das will ein weiteres Dorfzentrum, will kein weiteres Dorfzentrum. Er will ein weiteres Dorfzentrum, wie man sieht. Er will den nächsten Weg abschneiden, mehr oder weniger. Problem ist, ihm fehlt dieser eine Stein gerade. Das ist auch, doch, da ist ein Dorf unterwegs. Da muss er doch wirklich nicht viel arbeiten. Aber das kostet jetzt natürlich wertvolle Zeit. Sammelt die Steine hier eventuell? Ne, das sind nur die Reiter, die da rumstehen. So, der muss einmal sammeln, abgeben, um ein Stein verschätzt. Das ist natürlich bitter. Das ist richtig bitter, dass ihm das passiert. Beziehungsweise, da ist ein Stein verschwunden. Das Ding ist jetzt auf 98 und er hat einen Stein übrig. Das heißt, da fehlt ein Stein. Ich weiß auch, wie das passiert. Das passiert, wenn man eben weggeht und dann eine andere Ressource drüber sammelt. Das heißt, da hat irgendeiner noch einen Stein und hat dann was anderes gesammelt. Denn B hat sich jetzt quasi rein drauf verlassen. Hier stand 600 und er ging damit fest davon, also er hat nicht auf seine aktuellen Ressourcen geguckt, sondern er hat hier drauf geguckt, wie viel das Steinvorkommen noch hat, und ging dabei davon aus, dass er genügend hat für ein Dorfzentrum, aber das war nicht der Fall, weil eben diese eine Ressource, dieser eine Stein anderweitig vernichtet wurde und nicht abgegeben wurde. Das ist wirklich ärgerlich, hat ihm ein bisschen Zeit gekostet und ist auf Triple Dorfzentrum. Und währenddessen gibt es auch wieder Steine bei Koinu. Also das ist wirklich dieses Wettrüsten mit Dorfzentren, was man als Abbasiden machen kann. Natürlich, was interessant ist, ist die Positionierung von B. Dieses, jo, ich stelle deine Eingänge zu deiner Basis. Das Gebiet gehört alles mir, was man wirklich in der Form selten sieht. Mal gucken, ob er damit dann Erfolg hat. Währenddessen hier, die Reiter werden eingeblockt und abgefangen von den Sperrkämpfern. Guter Move hier. Die Kontereinheiten machen da ihren Job. Die Reiter sind jetzt trotzdem noch drin. Die Frage ist, wo baut Koinu sein nächstes Dorfzentrum? Er hat 300 Steine, er hat über 400 Holz. Und okay, es kommt direkt hier nebenan. Also man sieht das so eigentlich öfter, dass das alles irgendwie schon in Block gebaut wird, diese Dorfzentren. Und das ist schon ein ziemlicher Sonderfall, aber aktuell kommt B damit durch. Dorfbewohner technisch sind wir bei 48 zu 47 und natürlich jetzt bis zu 9 Dorfbewohner pro Minute möglich. Und das auch nur für die Hälfte der Nahrung.
Also die beiden werden wirtschaftlich massiv nach oben schießen. Das sieht man auch schon, Produktion von Kamelen und Produktion von weiteren Reitern. Auf der anderen Seite hingegen ist es eher der Versuch, damit zu kontern. Es ist der erste Rambock im Bau. Und es kommen Sperrkämpfe von Bogenschützen. Und der letzte ist eben die Ansage, nee, ich mach dir deine Dorfzentren kaputt. Ich lasse doch hier nicht ein Dorfzentrum zu. Also Koinu ist unterwegs und versucht das in den Griff zu kriegen. Aber es sind Reiter da, es ist ein Dorfbewohner in der Gegend. Die Bogenschützen machen nicht so viel. Und der Rambock kriegt schon mal gut was ab hier. Fast die Hälfte an HP verloren. Das Dorfzentrum ballert dann auch noch ein bisschen mit. Also kann auch aushelfen. Somit die Position zu brechen ist gar nicht mal so einfach, zumal die hier nonstop jetzt auch Reinforcements rüberschickt. Also kann sich hier festigen und damit weitere Rambock wird angesetzt. Der eine wird repariert. Und dann kann es hier weitergehen, dieses Mal mit doppelter Angriffsstärke gegen Gebäude. Die Reiter unten kurz das besucht, aber konnte da nichts tun. Und jetzt eben Schlacht um dieses Dorf. Jetzt nehmen die Kamele mit dabei. Die Kamele wollen die ganzen Sperrkämpfe rausnehmen. Und die Reiter können sich eventuell mit den Rambocken beschäftigen, wenn die eben zu weit vorne sind, wie eben hier. Haben zwar keine Fackeln, aber man trotzdem noch ganz okay Schaden. Hier hingegen, die Reiter sind drin, nehmen ein paar Dorfbewohner raus. Eins der Sperrkämpfer macht da zu wenig. Also es gibt verschiedene Kämpfe hier gerade. Eine Sperrkämpfe ist auch umgefallen, wir sind hier ein paar Reiter um. Die Kamele kiten immer noch, das Dorfzentrum leidet, ist ein Dorfbewohner drin. Man sieht auch, das wird neu formiert, dass man da die Einheiten anschießt. Die Dorfbewohner haben wir gerade gemacht, wir sollten reparieren. Sind aber kurz rausgelaufen, die Reiter gehen nochmal kurz von der Seite rein. Denn die Sperrkämpfer haben sie ein bisschen ablenken lassen. Also Sperrkämpfer sind nicht mehr so viel in der Gegend. Das Dorfzentrum lebt noch und wird am Leben gehalten. Das kostet sämtliche Dorfbewohner. Ist es das wert für Bee, seine ganzen Dorfbewohner dafür zu verlieren? Er hat jetzt noch einen, ne, der wird auch gerade weggeschossen. Und das Dorfzentrum damit kriegt trotzdem noch Ärger. Das ist wahrscheinlich nicht zu retten, wie sie gerade aussieht. 300 Hitpoints. Kein Dorfbewohner da, es ist einer im Bau. Kann der das eventuell nochmal safen? Aber momentan muss man sich erstmal durch die Einheiten durchkämpfen. Und da hat Koinu einfach mehr am Start. Man sieht diese Masse an Sperrkämpfern. Das Dorfzentrum rennt da fröhlich vor sich hin und man hört einfach massenhaft Einheiten wegsterben. Und es sind jetzt hier die Reiter, die da einen Rückschlag nach dem anderen abkriegen. Und das wird nicht reichen für Bee. Kann die Position nicht halten, er kann das Dorfzentrum nicht halten. Er hat sich viel Mühe drum gegeben, aber am Ende kostet es ihn sehr viele Einheiten, sehr viele Dorfbewohner. Erfolgreicher Push hier raus für Koinu. Natürlich auch bei ihm einige Verluste, vor allem auch die Ramböcke, die einiges an Ressourcen kosten. Aber 68 zu 55 Dorfbewohner jetzt. Vorteil liegt beim Spieler in Rot. Aber das ist halt das Risiko, was man eingeht mit dem Dorfzentrum, das so weit vorne steht. Aber ich denke, das war Bee auch klar. Ja, trotzdem ist er das Risiko eingegangen. Und wie man sieht, Koinu pusht einfach weiter. Nächster Rambock wird gebaut. Weiterer Holz wird auch gesammelt. Bei ihm selber. Die Palisade wurde durchgezogen. Hat das soweit alles unter Kontrolle. Weil die Reiter hier versuchen, dann mal ein paar Kills mitzunehmen. Aber die Dorfbewohner rennen bereits zurück. Sollten das sicher sein. Hier oben wurden ein paar Steine gesammelt. Nicht sicher, ob die groß helfen. Weil weiter geht's mit dem nächsten Rambock. Neue Einheiten sind am Start. Könnte auch gleich nochmal ein Rambock gebaut werden, aber das hat gerade keine Prio. Prio hat der Angriff jetzt. Sind wieder einige Reiter dabei. Hier sind auch nicht so viele Dorfbewohner mit am Start, also hier ist Reparatur auch nicht so einfach. Jetzt mal gucken, wie Bee das gelöst bekommt. Oder ob er dann ein weiteres Dorfzentrum wird. Dann ist natürlich mega weit hinten. Also mit einem Dorfzentrum dann gegen drei wird das sehr ungemütlich für ihn. Das heißt, er muss das irgendwie in den Griff kriegen. Rambock fängt an zu klopfen. Und ein paar Fackeln fliegen auch noch kurz mit drauf. Also ja, noch 10 Angriffe vom Rambock mehr oder weniger. Dann fällt das Teil auseinander. So viel Zeit hat er gerade noch. Aber die restlichen Einheiten schirmen eben die Truppe von Bee ab. Er will da reinchargen. Koinu hat da 13 Bogenschützen, 8 Sperrkämpfer. Tendenz fallen. Dorfbewohner kommen auch mit drüber, packen ein paar Fackeln aus, um den Rambock anzugehen. Wie sieht das in dieser Schlacht aus? Das sieht ein bisschen besser aus hier für Bee. Und er kann sich hier erstmal durchsetzen. Da kommen wir bei den Forcen zu Koinu. Kommen aber ein bisschen spät. Man sieht, seine Bogenschützen leiden bereits mächtig dabei. Kamele ballern mit rein. Sperrkämpfer sind es immer noch nicht wirklich viele. Koinu wird da weiter zurückgeschoben. Der Rambock stirbt. Das Dorfzentrum bleibt erstmal am Leben, zumindest in dieser Runde. Natürlich kann Koinu da auch nochmal nachlegen. Er hat genügend Holz für mehrere Ramböcke und ballert hier immer noch mit Pfeilen fleißig raus, versucht feindliche Einheiten zuzustören. Gerade die Kamele stellenweise mega angeschlagen, eins wird gesniped. Und somit Bee hält die Position ein bisschen, aber ist noch nicht safe hier. Weiterer Rambock wird gebaut. Koinu legt da weiter nach, braucht ein bisschen, aber das ist immer lustig, wie die im Kreis tanzen, wenn die zu viele Einheiten sind, um die Belagerungswaffe zu bauen. Einfach schön, dass sie da im Kreis laufen die ganze Zeit. Das ist eine tolle Ästhetik. Genieße ich sehr. So, ein Kamel versucht die Dorfbewohner ein bisschen wegzusnacken. Dorfbewohner technisch insgesamt sind wir bei 90 zu aktuell 71. Also 20er Vorsprung für Koinu. Und Bee muss ein weiteres Mal sich darum kümmern, dass er das in den Griff kriegt. Dorfzentrum kriegt er wieder Schwierigkeiten. Es sind viele Reiter hier. Es sind nicht so viele Sperrkämpfer. 20 Bogenschützen, 7 Sperrkämpfer in dieser Armee. Kamele versuchen wieder, die Sperrkämpfer vorzuknöpfen. Kriegen auch einen davon. Dafür Kamele kriegen Konterfeuer ab. Der Rambock klopft immer noch fleißig weiter da drauf.
Ah, die Bogenschützen lassen sich rauslocken. Oh Gott, die Bogenschützen lassen sich viel zu weit rauslocken. Die Speerkämpfer sind gerade nicht mehr dabei. Und das ist das Signal auch. Die Reiter gehen da voll drauf. Nehmen bereits die Hälfte an Bogenschützen weg. Die versuchen trotzdem, die Kamele zu zerstören. Die Dorfbewohner kämpfen noch kurz mal und spüren hier die Speerkämpfer ein bisschen ein, dass die gerade nicht raus können. Bin ich sicher, ob die Dorfbewohner das so eine große Hilfe sind. Da werden sie leicht im Dorfzentrum und würden damit ein bisschen mitschießen. Bringt eventuell mehr. Neue Kamele kommen dazu und der Kampf, es sieht nicht schlecht aus zu B, aber es kosten die natürlich auch wieder ein paar Dorfbewohner. Kostet ihn auch einige der teuren Kamele. Aber er kann sich dieses Mal eine weitere Runde halten. Er kann weiter in Rambok, das Dorfzentrum lebt dieses Mal und kann repariert werden. Und es bleibt erstmal am Leben. Aber trotzdem, alles andere als einfache Situation. Reinforcements sind da, Koinu lässt nicht locker. Und währenddessen baut er neue Palisaden, beansprucht hier mehr Gebiet für sich. Und darum will er auch das Dorfzentrum weghaben. Quasi, das ist auch sein Gebiet, mehr oder weniger. Das hier sich sichern möchte. In der Zeit ist B weiter nach draußen gewandelt, um weitere Ressourcen aufzusammeln. Mehr Holz, mehr Nahrung, um mehr Einheiten zu pushen. Gold ist viel Nebensache. Und eine weitere Schlacht beginnt, wenn das ein Koinu hat. Einiges an Gold. Also er steuert so langsam Richtung Ritterzeit zu, aber das dauert noch. Fehlt vor allem Nahrung, wenn er weiter allein baut, ist die Nahrung auch direkt wieder weg. Mehr Speerkämpfe, mehr Bogenschutz, nächste Produktionsrunde. Die Reiter, wenn das hinten drin, sorgen für ein bisschen Ablenkung. Sorgen für ein bisschen Luft für B tatsächlich. Wie man sieht, kann auch hier ein paar Dorfpunkte des Gegners angehen. Wir sind dabei 101 zu 80. Also ist trotzdem nach oben geschossen, trotz der Kämpferei, trotz gesnipter Dorfbewohner. Man sieht die Kamele jetzt aber sehr tief drin. Wir werden selber ein bisschen angepikst. Die Palisade ist noch offen, man kann zurück. Die Reiter, für die wird es langsam ein bisschen eng, weil die Palisade wird weitergebaut. Das heißt, denen geht so langsam die Fluchtmöglichkeit aus. Der Weg wird versperrt, da hängt noch ein blaues Schaf tatsächlich rum hinten in der Ecke. Da sieht man die Palisade rüber bis zum Dorfzentrum. Die Bogenschützen fangen da die Reiter ab. Also wirklich gut vorausgeplant hier von Psyak, von Koinu. Mit dieser Palisade, um die Reiter da einzusperren. Und wie man sieht, er nimmt den Großteil dabei raus. Mit dieser Feuerunterstützung vom Dorfzentrum. Zwei Reiter verbleiben, die machen nicht mehr viel in dem Zustand. Dafür hier oben die Truppe hat sich hier tatsächlich durchsetzen können. Da hat es einiges von Koinu zerrissen. Man merkt eben, zwei Fronten ist immer schwierig, vernünftig den Überblick zu behalten. Je nachdem, auf was man sich konzentriert, läuft das gerade besser oder schlechter. Und in dem Fall, die Front eben lief ein bisschen besser für Biene. Versucht sich auch hier nochmal durchzukämpfen. Koinu wieder hinten, seine Reinforcements chillen gerade einfach nur, arbeiten noch nicht. Da kommt jetzt noch ein bisschen was von der Seite angelaufen. Die Kamele kiten rückwärts. Die Reiter versuchen, ihr Bestes da Zeug kaputt zu kriegen. Wenn das sind die Reiter hier, ja, werden dann doch mal abgestorben. Also da wird nichts übrig bleiben. Aber hier ist tatsächlich jetzt der interessante Kampf, wo die Kamele einen soliden Job machen. Mit den Reitern zusammen zu wenig Speerkämpfer. Man kriegt die gegnerische Truppe gerade nicht ganz in den Griff. Das sind die Kamele, die so laut schreien, wenn sie, glaube ich, umfallen. Da hört man immer wieder zwischendrin einen Schrei, der ziemlich raussticht aus den anderen. Obwohl die alle auf der gleichen Soundeinstellung hängen. So, wir haben 106 Dorfbewohner zu 87. Also B ist nach wie vor hinten. Gibt sich aber kämpferisch und geht von hier vorne nach wie vor auch nicht weg. Also er bleibt und setzt hier Felder mitten in die Weltgeschichte. Also ihm ist das recht egal. Sein Fokuspunkt ist das hier vorne. Wenn das hier vorne fällt, fällt sein ganzes Spiel, glaube ich, auseinander. Das ist so mehr oder weniger sein Spielplan gerade. Und weiteren Ärger gibt es. Weitere Palisade kommt. Koinu möchte einfach sein Gebiet komplett abriegeln. Dieses Mal ohne Rambok geht's auf Sorgen. Das heißt natürlich auch, die Speerkämpfer kämpfen gerade nicht mit. Aber er kann das allein schon mit den Bogenschützen hier lösen. Die sind gerade genügend Feuerpower, um B zurückzuschieben. Das Dorfzentrum leider trotzdem. Jetzt können wir die Reiter rüber. Speerkämpfer können natürlich im Notfall immer noch aushelfen. Okay, die Dorfbewohner geben die Position auf. B gibt ein weiteres Dorfzentrum auf. Er, ja, zieht sich zurück. Koinu hat da Erfolge. Und Koinu baut selber ein weiteres Dorfzentrum. Was geht denn hier jetzt ab? Wir sind jetzt bei einem 4-Dorfzentrum zugleich einem. Na, das braucht Koinu überhaupt ein 4. Dorfzentrum? Er ist schon bei 111. Wie viel mehr will er denn noch bauen? Ich meine, er kann jetzt eine Rate von 12 Dorfbewohner pro Minute pushen, was ziemlich cool ist. Wirtschaftsexplosion, sonderesgleichen. Und zahlt natürlich immer noch wenig Nahrung dafür. Und hat jetzt auch genügend Ressourcen für die Rettungszeit. Das sieht für Koinu gerade alles ziemlich gut aus. Weitere Flügel, massive Wirtschaftsführung, die er auch noch weiter massiv ausbauen kann. Denn das rüstet B hier um und muss er sich zurückziehen. Also er hat sich einfach durch diesen Dorfzentrumsplan hier vorne einfach arg verschätzt, dass er das hinbekommt. Koinu wusste, wer das bekämpfen kann, bekämpfen muss. Und wie man sieht, der wuselt sich jetzt hier durch. 115 sind das jetzt, Dorfbewohner technisch. Er baut nicht mehr so krass Dorfbewohner. 5 Stück gerade in der Bauschleife bei 4 Dorfzentren. Außer er hält sich in der Bauschleife wirklich so knapp bei allen Dorfzentren. Aber das tut er wirklich. Bauschleife ist recht knapp gehalten. Wandert da weiter raus und findet hier halt auch noch Dorfbewohner von B. Also als ob sein Rückstand da nicht schon groß genug ist. Er wird noch ein bisschen wachsen. Weil die Armee in Rot pusht jetzt nochmal über die Karte und versucht den Gegner anzugreifen. Die Reiter kommen von der Seite. Das sind aber, es ist so viel hier einfach. Es sind insgesamt in Rot 40 Bogenschützen, 13 Speerkämpfer. Auf der anderen Seite sind es 13 Reiter, 11 Bogenschützen, 6 Kamele. Und mehr Dorfbewohner müssen fliehen, müssen sich zurückziehen.
Versuchen jetzt alle hier zusammen. Das ist risikobehaftet hier zu sammeln. Die haben ihr Upgrade, die haben Textilien drauf, aber trotzdem, da ballert es jetzt massenhaft. Und 1, 2, 3 Dorfbewohner wird es dann trotzdem erwischen. Reiter spawnt auch gerade. Man sieht auch, der frisst einfach einen Volley nach dem anderen und fällt dann um. Hinten gibt es ebenfalls Ärger. Reiter sind einfach mitten durchgelaufen. Wacken. Okay, der Wald ist gar nicht mehr da. Die Dorfbewohner sind bereits weggewandert. Aber hier vorne die Truppe pusht trotzdem weiter rein. Macht da mehr Stress. Wie gesagt, für Conno sieht das besser und besser aus. Ja, ich kann das halt einfach nicht aufholen. 89 zu 124 Dorfbewohner jetzt. Und Conno baut jetzt selber Kamel. Der baut, wie gesagt, nicht von allen Dorfzentren, die Dorfbewohner. Nutzt das hier eigentlich hauptsächlich zum Gold sammeln. Das ist gut, eigenwillige Verwendungszweck, aber okay. Und er hat gleich die Ritterzeit. Das kommt ihm natürlich noch obendrauf. Ein weiterer Vorteil, was Bee gerade überhaupt nicht brauchen kann. Der kriegt die Reiter jetzt in den Griff. Aber es hat jetzt komplett wieder an seiner eigenen Basis. Hier draußen gab es noch ein bisschen Stress. Und Veteranen-Upgrades sofort unterwegs. Rundum und auch Schmiede-Upgrades, Bewahrung des Wissens. Das wird... Conno hat gerade Spaß, wie man sieht. Ein Upgrade nach dem anderen wird reingepusht. Er hat trotzdem noch 1000 Gold. Er ist ressourcentechnisch sehr, sehr stark aufgestellt. Hat hier die Felder lahmgelegt. Hat hier die Goldadern lahmgelegt. Ressourcentechnisch passiert bei Bee gerade gar nicht mehr so viel. Versucht neue Felder anzulegen, muss dafür massiv Holz sammeln. Also wirtschaftlich ist es, glaube ich, gerade mega einseitig einfach. Ja, Conno hat nahrungstechnisch eine ganz andere Welt. Holztechnisch farmt Bee. Das Einzige, was er gerade farmt, ist Holz wie ein Irrer, damit eben dann Felder anlegen kann. Und dafür Gold geht auch nur bei Conno was. Also da ist es wirklich sehr, sehr einseitig. Wird jetzt aber angerannt von verschiedenen Seiten. Und das könnte genügend Feuerpower noch sein für Bee. Aber seine Kamele ziehen sie zurück. Seine Reiter gehen jetzt mit rein, versuchen den Speerkampf von auszuweichen. Veteranen-Upgrades sind noch nicht ganz drauf für Conno. Also den Vorteil hat er noch nicht. Und er zieht sich erstmal zurück. Er wird dann ein bisschen weggesnackt. Kann Bee das irgendwie nochmal drehen mit diesem Angriff? Ich glaube, er hat aber auch nach diesem Angriff geht ihm mehr oder weniger die Puste aus. Aber man sieht, die erste Welle Reinforcements von Conno ist eingetroffen. Die Upgrades treffen gleich auch ein. Da macht es klack, klack. Veteranen-Upgrades sind drauf. Der Netten sind stärker. Kamele tun mehr weh, halten mehr aus. Lanzenreiter kommen mit dazu. Das ist jetzt eben der Punkt, wo Conno stärker und stärker wird mit jedem Augenblick. Kommen neue Upgrades, die seine Armee verstärken. Kommen stärkere Einheiten, mehr Einheiten. Und das macht das Ding kompliziert bis nahezu unmöglich für Bee. Ich meine, er bekommt jetzt halt quasi das ab, was vor ein paar Minuten passiert ist. Dass ihm seine Wirtschaft da wirklich... Da ist der Boden und ihm weggebrochen. Und jetzt soll er das nochmal irgendwie retten. Man sieht hier offensiver Bergfried mit massenhaft Dorfbewohnern. 23 Stück Bergfried steht. Einmal einladen, Feuer frei hier auf die ganzen Dorfbewohner, alles andere. Und Conno räumt zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch durch. Also einmal alles aufsammeln, was da sonst noch übrig ist. Weil der Bergfried ballert jetzt hier halt alles weg, was in diese Reife hat. Das ist nichts, was den Bergfried lange standhalten kann. Auch die Reiter fallen bei einem 15er Volley ziemlich schnell um und Reiter sind gleich keine mehr da. Und somit für Bee, seine Dorfbewohner sind auch mittendrin im Kampf, aber das ist wirklich Last Stand und da gibt es nichts mehr zu retten. 68 zu 128, 40 zu 12 und wie man sieht, die letzten Reste werden aufgesammelt. Da ist das GG, das 1-0, das geht hier an Conno. Er sieht, dass der Gegner mega offensiv mit den Dorfzern unterwegs ist und sagt, nee, so nicht, nicht mit mir. Und schiebt da prompt einen Riegel vor und ja, hat dann einfach einen riesen Vorteil, den er hier nutzt und weiter Druck macht und damit das Spiel beendet. Das sieht tatsächlich eine Anzahl aller Einheiten gar nicht so kritisch aus und auch Dorfbewohner nicht so kritisch, aber natürlich die Infrastruktur ist da auch nicht mit drin. Und man sieht militärisch, was Conno sich da aufbauen konnte, er hatte im Zeitalter mehr und dann eben die Schlacht wird gnadenlos verloren. Wie gesagt, dieser eine Gegenpush, das war von Bee noch wirklich der Last Stand, aber danach ging halt hart die Puste aus. Seine Wirtschaft war dafür nicht mehr aufgerüstet, ihm gingen Ressourcen, nämlich glaube ich auch relativ viel. Er war nahrungstechnisch in der Zeit komplett am Boden, dann kam da wieder was rein. Da hat er die Zeit lang, wo er nur Holz gefarmt hat. Steinertechnisch hat er nichts mehr getan und goldtechnisch ist bei ihm auch nicht mehr viel passiert. Hat auch keins ausgegeben, hat hauptsächlich mit Nahrung und Holz gearbeitet. Ja, Conno da so weit vorne, geht in Führung, Bee hat die Kartenwahl. Weiter geht's auf Four Lakes und wir haben schon wieder ein Mirror Game. Wir haben jetzt eine richtige Serie an Mirror Games, das ist unfassbar. Nämlich zweimal Chinesen. Und da haben wir auch schon den ersten Hafen von Conno. Mal sehen, wie wirtschaftsorientiert dieses Spielchen wird. Beide auf jeden Fall mit dem ersten Hafen. Natürlich dann kann man einen Beamten nutzen, um das Holzfällerlager zu verstärken, um einfach da mehr Ressourcen rauszubekommen, um da Überwachen zu nutzen. 20% mehr Rohstoffe, die man da bekommt. Und somit kann da die Fischerbootsproduktion besser laufen. Und ja, beide spammen da auch fröhlich Fischerboot. Ansonsten tun die beiden wenig, Schafe sammeln. Und dann geht es weiter in die Kaiserliche Akademie auf beiden Seiten. Also, ja, sieht man bei den Chinesen hier tatsächlich oft. Genau dieser Bild mit dem Hafen und dann Kaiserliche Akademie, sehr wirtschaftsfokussiert. Man hat effektiv doppelte Dorfbewohnerproduktion. Und dann haben wir hier die erste Konfrontation, wie man sieht, denn da gab es einen ersten Konterhafen, aber trifft auf zwei Chunken und ist alleine. Das ist ein Risiko. Zudem kann man natürlich noch die ganzen Fischerboote nutzen. Man sieht sogar ein zweiter Hafen. Also Conno ist es wichtig, dass er das hier irgendwie halten kann.
trifft jetzt auf die zweite feindliche Chunke. Die versucht erstmal das Fischerboot zu zerlegen. Also die Chunken werden hier eingesetzt, um die Fischerboote einfach zu versenken. Die feindlichen Chunken werden erstmal ignoriert und Connor versucht das so schnell wie möglich in den Griff zu kriegen. Ist auch ein gewisses Abwägen. Hier sehen wir auch, Konterhafen ist geplant. Weil man muss sagen, Chunken kosten für so eine Phase des Spiels schon einiges an Ressourcen. 120 Holz, 90 Gold pro Stück. Und das Problem ist halt auf der Karte, dass wenn man mal so weit ist, dass man das erobert hat, hat man danach keinen Verwendungszweck mehr für die ganze Sache. Danach stehen die Chunken dumm rum und können außerhalb natürlich ihres Sees nicht agieren. Und man sieht eben trotzdem einfach, der Fokus von B ist, Fischerboote versenken. In dem Fall der Rechnung nach, er müsste im Prinzip 3 Fischerboote pro Chunke versenken, dass sich das wirklich lohnt. Schwierig abzuschätzen, weil halt natürlich nicht nur Holz im Spiel ist, sondern auch Gold. Und die Ressourcen haben eine unterschiedliche Gewichtung dafür heben. Ja, das ist halt auch die Sache. Aber dann lohnt sich tatsächlich sogar ein bisschen mehr. Wenn ich hier so eine riesen Reaktion an Chunken erzwingen kann, lohnt sich das für Bier auf jeden Fall. Auch wenn er das Zeug hier verliert. Er hat einige Fischerboote versenkt und wie man sieht, die ganze Zeit werden hier gerade Chunken produziert. Was einiges an Geld kostet und einiges an Ressourcen hier auf dem Wasser bindet. Also ich denke, der Move lohnt sich sogar. Hier gibt es auch einen zweiten Hafen jetzt. Dafür gibt es hier auch Doppelhafen. Also der nächste Schlachtpunkt wird diese Ecke. Auf der rechten Seite wird dann weiter gekämpft. Ja, die Chunken wird dann noch versenkt. Die nehmen einfach noch jedes Fischerboot mit. Also das ist wirklich der Plan hier von B. Reinfahren, Fischerboote versenken. Er will gar nicht den Kampf gegen die Chunken, weil Keulner hier so viel rennen müssen. Das sind 7 Boote. Das sind 630 Gold. Und dann sind das, wir nähern uns bald 1000 Holz, was hier drin steckt. Und ja, sobald die Sachen versenkt sind, können die nichts mehr tun. Die können nicht übersetzen. Es gibt keinen Fluss, den man irgendwie nehmen kann, um da irgendwo anders hinzukommen. Denn hier gibt es einfach den direkten Kampf, wobei hier hat B keine Reparatur. Er hat seinen Hafen nicht dagegen. Also hält einfach stumpf drauf und baut jetzt hier sich selber mehr und mehr Chunken. Und holt sich auch die Segelgeschwindigkeit, also die zusätzlichen Segel. Hilft tatsächlich seinen Fischerbooten ebenfalls, um die Ressourcen schneller nach Hause zu bringen. Und natürlich zusätzlich kann er die Chunken schnell hier an die Front kriegen. Jetzt ist es gerade ein 3 zu 2 Problem. Es hat wirklich die Hafenreparatur. Und er müsste seinen Schaden auf 5 Sekunden. Die Chunke ist eingebaut. Oder eingekreist von den Feindlichen. Da hat man nämlich im letzten Patch auch den Kollisionsradius von den Schiffen ein bisschen erhöht. Man sieht das, die können nicht mehr so gut ineinander fahren, sondern die halten da ein bisschen mehr Abstand. Weil wie man sieht, es hängt. Die Kollisionszone ist rund. Oder ein Quadrat. Und man sieht, die Boote sind aber länglich und deshalb fahren die trotzdem manchmal ineinander rein. Das lässt sich da. Also man kann das schon vermeiden, indem man einfach die Zone groß genug macht oder einfach anpasst, aber das ist anscheinend bei denen nicht der Gedanke gewesen. Aber ich glaube, es ist die gleiche Zone für alle Schiffe von der Stufe 2. Das heißt, man hat einfach die Fläche gewählt, die am besten auf alle Schiffe passt, denke ich. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Hier einfach die nächste Schlacht, wo viele Ressourcen investiert werden. Die nächste Seeschlacht. Bogenschützenschiffe auf beiden Seiten. Es gibt noch keine Schmiede-Upgrades mehr dazu. Ja, da wird nämlich die Chunken auch von profitieren. Hier sehen, das sind eben 7 Chunken, die sonst nichts weiter anfangen können. Und Fischerboote mussten auch wieder nachgelegt werden. Also insgesamt, glaube ich, ist es für B immer noch ein bisschen besser, weil seine Fischerboote leben hier noch. 47-40, ja, ist das 7 vorne gerade in Sachen Wirtschaft. Er könnte gleich 1-1 verlieren, weil es sind so viele Chunken inzwischen. Einfach ein Pfeilregen, der hier entsteht. Währenddessen haben wir hier die Barbakan im Bau gehabt. Oder ist noch im Bau, wie man sieht. Die kommt hier oben. Interessanter Winkel tatsächlich, um einfach die Ecke abzusichern. Auf der anderen Seite gibt es Ärger mit ein paar Einheiten. Da gibt es Außenposten zur Verteidigung. Da sind die Reiter auch dann. Okay, da verliert Koino mehr, weil er konzentriert sich gerade auf die Seeschlacht hier. Aber seine Dorfbewohner währenddessen leiden. Man sieht das. 2 hier, den Reisbeamten hat erwischt. Hier wird reingepiekst. Die Außenposten sind da, aber schützen nichts. Das ist bitter. Da verliert Koino sehr, sehr viel. Und versucht natürlich irgendwie die Kontrolle hier am Wasser zu behalten. Aber das ist schwierig. Versucht den Kill zu kriegen. Schippert hinterher. Verliert währenddessen selber massig Hitpoints. Wie sieht es mit den Dorfbewohnern aus? Die Wölfe wurden hier irgendwie mit reingezogen. Okay, jetzt endlich alles einquartiert. Die Wölfe wurden von den Einheiten im Blau tatsächlich zerstochen. Aber die Verluste waren hoch. Teure Verluste. Es sind nämlich nicht so viel Dorfbewohner da. Und hier werden einfach weiter Pfeile abgetauscht. Das sind bei 36 jetzt zu 48. Und das macht es natürlich auch schwieriger, dann die Häfen zu versorgen. Mehr Chunken zu bauen. Momentan einfach die Chunkenproduktion läuft und läuft und läuft. Theoretisch können wir noch versuchen, irgendwie einen Außenposten hinzustellen und damit ein bisschen seitwärts Feuerunterstützung zu liefern. Zweiter Hafen ist angeplant von Bias, das nächste, die nächste Wasserzone, wo er sich Ressourcen krallen möchte. Hat währenddessen den Speer hier, um zu sehen, macht mein Gegner da irgendwas? Das ist nicht der Fall und da wird noch ein paar Netten in den Tod geschickt gerade. Die Außenposten sind aber nicht verstärkt und die Netten wollen nochmal ein paar Dorfbewohner mitnehmen und hier ist die nächste Schlacht, die nächste Chunkenschlacht. 8 auf der einen Seite, 7 auf der anderen, aber Hafenreparatur gilt in dem Fall nur für Koino, wobei bei so vielen Chunken
ballert man sich auch durch die Reparatur relativ zügig durch. Ist die Frage, Micro, man sieht es auch. Einheit im Fokus rausziehen, damit die am Leben bleibt. Einheit reinlocken und runterfokussen. Also das macht Bee schon ziemlich gut. Man hat natürlich immer noch diesen Side-Hearts-Angriff drin. Hat den Außenboschen schon hart beschädigt. Er kann ihn fast einreißen. Er wird das nicht schaffen. Da kommen ein paar Dorfins mit dazu für die Reparatur, aber die werden auch direkt angerannt. Also das gibt noch mehr Schwierigkeiten für Koinu. Und währenddessen, wie man sieht, er verliert den Dschunkenkampf nach und nach. Das ist jetzt so eine massive Flotte da. Und er selber kann das nicht mehr ganz mithalten. Er hat da jetzt die Hälfte an Schiffen. Nicht ganz, noch ein bisschen mehr, aber ja, verliert da auf jeden Fall. Kann immer die Einheiten hier zurückschieben. Man sieht, der Außenpostenheld wird repariert. Aber auch da gab es wieder Verluste von Dorfbewohnern. Also es kostet. Es ist kostspielig. Hier werden jetzt einfach nochmal jegliche Fischerboote mitgenommen, die man mitnehmen kann. Bis eben die Dschunken irgendwann versenkt werden, weil den Kampf werden sie nicht mehr gewinnen. Dafür sind sie zu krass. Und das heißt, es ist mega unübersichtlich. 12 Dschunken auf der Seite von Bee. Und 2 Dschunken noch auf der Seite von Koinu. Aber die werden jetzt auch versenkt. Nehmen vielleicht mal ein Fischerboot mit. Ne, es brennt. Doch, es wird versenkt. Aber damit alles versenkt. Natürlich, es gibt einen zweiten Hafen hier. Wenn das ein Konterhafen ist, ebenfalls geplant. Und die können jetzt noch die Häfen hier rausnehmen. Ohne Probleme mit der Masse. So wie das hier auch passiert ist. Wobei hier Koinu natürlich deutlich mehr rein investiert hat in die Schlacht, als Bee in die Schlacht hier rein investiert hat. Daher ab, beide haben wir trotzdem, man sieht es, das sind so viele Ressourcen, die da rumfahren auf Wasser, die dann, ja gut, ich meine, die Ecke vom Wasser ist safe. Das muss man ihm lassen. Da traut sich so schnell nichts mehr ran. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Zweites Dorfzentrum für Bee. Und ja, seine Wirtschaftsführung müsste ziemlich groß sein. Zwischen 46 und 62 ist einiges. Und das Nähe kommt jetzt die Barbakane mit dazu und auch der zweite Hafen. Der Späher sieht das, kann wahrscheinlich nicht viel dagegen machen. Ja, die Häfen. Das dauert auch mit Pfeilen Gebäude kaputt zu machen. Ist ein sehr langwieriges Unterfangen. Und der Dorfbund hier wird auch noch vom Wolf kurz aufgehalten, der den Hafen da oben bauen möchte. Sieht hier aus, dass es nur ein Hafen bisher. Hat das gescoutet? Das sind zwei Reiter. Oh, die können das sogar stoppen. Zumindest ist die jetzt auch bei Koinu am Start, aber halt eher später. Er sitzt in allem ausgebremst, in allem, was er hat, in allem, was er tut. Da geht's eben Bee deutlich besser. Man sieht, der Hafen wird auch nicht durchgezogen, der wird gecancelt. Der Dorfbund überlebt das auch nicht und somit pendelt sich die Situation jetzt ein bisschen ein. Also wir haben quasi obere Hälfte, untere Hälfte, die Boote machen richtig hart Party. Mussten jetzt voneinander getrennt werden und wie man sieht, auch Bee sagt, Gott, drei Häfen. Halleluja. Aber hier ist die Barbakane mit dabei. Und das, was ich meinte mit den Außenposten. Das Ding macht gut Schaden auf Schiffe. Nämlich eben, man sieht das, verdoppelt seinen Schaden, wenn uns ein Schiff angreift. Das heißt, ein Kampf hier wird für Bee sehr, sehr schwierig. Aber ich denke, sein Plan ist es einfach wieder Fischerboote blocken. Und den Kampf dann hier nach außen zu verstärken. Wir sind hier wirklich so eine Flotte auch an Fischerbooten unterwegs. Ich frage mich, wie viele man braucht, um wirklich zu schnell diese Tiefseefische abzusammeln. Dass sie sich nicht schnell genug regenerieren können. Weil die regenerieren sich eigentlich schon ziemlich zügig. Hier nochmal ein Dorfbewohner, der wird aber niedergepikst. Denn die drei Häfen sind damit gescoutet, fangen an zu produzieren. Drei weitere Dschunken. Das ist wirklich bisher ein ziemlicher Dschunkenkrieg, was die beiden sich da geliefert haben. Kasernen werden hier aufgestellt, also Bee wandert dann auch ins Meer. Oder möchte mehr Militär auf Land haben. Setzt mal ein paar Häuser mit dran. Und ist jetzt schon bei 120, 96 zu 58 wirtschaftlich. Militär sieht es recht ähnlich aus. Hatte? Oh, er hat den Großteil seiner Dschunken hier versenkt, um Bevölkerungskapazität frei zu machen. Den Rest lässt er patrouillieren, damit da keine weiteren Häfen gebaut werden. Und hier eben, die Dschunken jetzt sind einfach zur Stelle, um Fischerboote wieder mal anzugehen. Und Bee hat jetzt auch genügend Ressourcen, um das nächste Zeitalter anzugehen. Oh, er baut den Kaiserpalast. Er baut nicht den Uhrturm, er baut das Wahrzeichen, wobei man die gegnerischen Dorfbewohner ausscouten kann. Dann sehen wir das vielleicht mal direkt in Aktion. Aber meistens nutzen die Spieler die Fähigkeit im ersten Augenblick, nachdem das Ding fertig. Mit 24 Dorfbewohnern ist das in Windeseile fertig. So, er hat das Ding durch und zudem, man sieht, das hat einen riesen Sichtradius, der Kaiserpalast. Fähigkeit wird nicht genutzt und wäre jetzt auf Cooldown. Stattdessen gibt es hier an seinen Häfen Probleme. Und darum muss er sich kümmern, weil er kriegt das gerade nicht in den Griff. Können natürlich jetzt anfangen, Kriegsschunken zu bauen, das wäre noch eine Option. Wenn das in die Fischerboote hat, aber erfolgreich aufgehalten. Also trotzdem, Bee hat quasi seinen Effekt erzielt, auch wenn hier seine Häfen gerade fährt. Er versucht aber trotzdem, der Kriegsschub ist unterwegs. Und die ist nochmal deutlich stärker. Die Frage, kann das Koinu rechtzeitig aufhalten? Fischerboote, man da auch ein bisschen was. Es sind einige Dschunken normale auch hier am Start. Also trotz allem, sieht ziemlich gut aus für Bee.
112 zu 62 in Wirtschaft. Sieht richtig, richtig gut aus für ihn. Hat halt fast doppelt so viel Coin, jetzt auch in der Ritterzeit angekommen. Hat er den Uhrturm gebaut? Er hat den Uhrturm gebaut. Auch bei ihm jetzt Kasernen, natürlich Palastwachen stürmen jetzt los. Nachdem man die ganzen Kasernen schon gesehen hat. Und Kriegsschunk, kommt hier Doppelkriegsschunke durch? Oh, die erste ist, oh mein Gott, die ist gerade so rechtzeitig gespawnt, bevor das Ding kaputt gegangen ist. Ist jetzt aber erstmal alleine, trotzdem das Ding schießt wild um sich und macht sehr viel Schaden. Ja, kann auch eigentlich noch am Hafen bleiben, sich damit reparieren lassen. Dann sieht das noch ein bisschen besser aus, weil es hält auch sehr viele Schüsse ab von diesen Schunken. Einfach viele Rüstungen, die eigenen Schunken haben jetzt auch mit drüber und damit der Hafen wird es nicht überleben. Außenbossen, Gott, auch viele Außenbossen. Also es ist wieder viel Investment für Coin, um das zu halten. Aber am Ende ist seine Schunken werden den Kampf nicht gewinnen und der Hafen wird einfach runterbrennen. Bisschen Reparatur noch mit dabei. Aber es sind zwei Kriegsschunken rausgekommen. Das heißt, auf der Position ist B trotzdem sehr, sehr stark. Das heißt, eins von drei Gewässern gehört da mehr oder weniger Koinu. Und wer das nicht kriegt, dann landet es auch Schwierigkeiten mit dem Palast, dann einfach rüber pushen. Kann natürlich mit Palastwachen kontern, aber hat er dieselben Möglichkeiten, Einheiten zu bauen. Wirtschaftlich ist es halt schon ziemlich einseitig, die ganze Geschichte. Mit 26 zu 65. Und wie man sieht, zu Genuss mit Sperrkämpfen versuchen, das in den Griff zu kriegen. Palastwachen haben Rüstungsupgrades, aber ziehen sich erstmal noch zurück, respektieren das, was hier gerade abgeht. Aber man sieht, Kornspeicherfelder, es wird weiter hochgerüstet von B. Weil seine Wirtschaft, Gott, oh mein, er hat viel zu viele Dorfbewohner gleich für diese Goldader. Die wird einfach nur leer gesaugt. Ich meine, da lohnt sich tatsächlich der Reichsbeamte hier richtig hart. Wie viel Gold ist das pro Minute? Ja, 2000 von einer kleinen Goldader. Heißt aber auch, er hat sich, Gott, er hat die so schnell weg. Er frisst die so schnell runter. Mit so vielen Dorfbewohnern einfach rundherum. Hat natürlich die Upgrades noch nicht, also da würde es sogar noch mehr gehen, theoretisch. Aber trotzdem ist es massiv, was an Gold, was reinkommt. Er hat 1500 Gold gerade auf Vorrat. Und natürlich die Fischerboote eiern auch noch die ganze Zeit durch die Gegend. Nahrung kommt auch einiges rein, an zwei verschiedenen Ecken. Und eben hier hat er auch die Kontrolle drüber genommen. Also das sieht an so vielen Ecken gut aus für B, um dann Ausgleich zu erzielen. Er liegt da aktuell noch hinten in der Serie. Mit 35 zu 71, also ja, er ist da massiv hoch. Reliquien werden auch gerade eingesammelt. Hier mal ein paar Konterpalastwachen. Die treffen da gleich auf eine Dschunke. Aber die können an den Kornspeiern theoretisch ein bisschen kämpfen, weil da ist nichts zur Verteidigung gerade da. Die Palastwachen sind hier draußen, also sind weiter weg. Und somit gibt es da ein paar tote Dorfbewohner. Bin mir nicht sicher, ob das B überhaupt so stört, weil es eh kurz vor Maximalkapazität. Das heißt, das macht im Prinzip Platz frei für mehr Militäreinheiten. Wobei er baut trotzdem Dorfbewohner nach. Und er zieht jetzt auch, wie man sieht, noch den Uhrturm mit dazu. Das heißt, er geht in die nächste Dynastie. Yuan Dynastie ist am Start. Kann Feuerlanzenreiter bauen, theoretisch. Und natürlich Zugriff auf Belagerungswaffen. Ja, Palastsache hier stürmt nochmal durch. Scoutet ein bisschen. Gibt es Stallungen? Das sind wir, ein paar Stallungen. Ansonsten, die Dynastie würde ihm theoretisch auch Pagoden natürlich ermöglichen. Das heißt, er könnte da die einzelnen Reliquien einsammeln, mehr rauskriegen als aus einem Kloster. Er hat 4 Reliquien von 5 gesammelt. Die 5 denken noch hier drüben ab, wo lauter Außenposten drumherum stehen. Das ist nicht so einfach. Währenddessen gab es hier auch den Rückzug mit Barbakane. Zu viel Gegenwehr auf dem Wasser. Aber trotzdem, keine Fische werden hier gesammelt. Und das ist das Wichtige. Und du bekommst da keine Ressourcen rein. Insgesamt Einkommen bringt, Gott, oh Gott, 3000 Nahrung zu 900. Holz ist fast gleich und Gold ist B trotzdem höher, auch Steine so höher. Also er sammelt halt von allem so viel mehr, seine Wirtschaft ist so viel krasser. Und der läuft jetzt mal ran. Hier soll es eine Steinmauer geben, aber oh, der wichtigste Teil hinten fehlt, um abzuschließen. Selbst dann vorne war nicht dicht, also sie hätten so oder so reinstürmen können. Die Palastwachen, die machen jetzt Druck, die machen jetzt Party, nehmen die Fackeln in die Hand, stürmen einfach auf den Hafen drauf los. Und damit kann man theoretisch auch noch die letzte Nahrungsquelle hier abwürgen, wenn man beide Häfen zerstört. Und das ist gerade einfach der Gedanke. Die Palastwachen halten stumpf hier drauf. Wie man sieht, da kommt der nächste Schwall. Es nimmt einfach kein Ende, die Produktion an Palastwachen von B. Ja, erster Hafen ist auch gleich weg. Die Sugenus geben sich Mühe. Nur die Palastwachen halt massig Rüstung. Und da sagt sich Kuno auch, nee, das muss ich mir nicht noch länger antun. Da bin ich zu weit hinten einfach. Und somit ist es der Ausgleich hier. Ja, weiteres Mirror Game, das sich sehr eigenwillig entwickelt. Viel Schlacht um Wasser und dann an Land der Schwarm kam. Jo, Ausgleich ist erzielt und wir hatten ja Dorfbewohner technisches Speed dann auch davon gelaufen. Irgendwann leider sind wir nicht die Anzahl der Fischerboote wieder. Ich glaube, das war auch etwas einseitiger. Militärisch dann eben hochgerüstet und hatte zu viel. Da konnte Coin nicht mehr mithalten. Aber ja, interessant, wie man eben viele Ressourcen ins Wasser versenkt, aber das dann nicht mehr brauchen kann und dann wieder umdisponieren muss. Also da ist die Karte schon ein Spezialfall. Mit so viel Wasser hatten wir eigentlich nicht mehr. Wir haben viele Karten eigentlich auf Land restriktiert. Passt das als Wort? Nicht sicher. Auf jeden Fall geht's weiter mit dem 1:1 in die nächste Karte. 9999 Nahrung. Hat sogar mehr Holz gesammelt, aber ja, mit Fischerbooten oder generell mit Booten ist das gar nicht mal so
ungewöhnlich. Colnur hat jetzt eben Map-Wahl. Wieder ein bisschen Wasser auf der nächsten Karte mit dabei. Freeze and Marches nämlich. Und wir haben den Fluch der Mirror Games gebrochen. Wir haben Franzosen bei Colnur und Rus bei B. Ist auf der Karte natürlich auch gerne gesehen. Die Rus, weil es hier viel zu jagen gibt. Zumindest gefühlt irgendwie. Weil in absoluten Zahlen ist es, glaube ich, gar nicht so krass. Mal sehen, wie viel B hier aus dieser Karte rausholen kann. Wie viel Gold das für ihn gibt. Die ersten 145 hat er nach 2 Minuten. Und er sperrt händisch einiges unterwegs. Da bekommt Colnur auch einen Wolf. Kann er da außen rumlaufen? Die Antwort ist nein. Der Wald blockt komplett. Ansonsten geht es einfach die Karte entlang in die hintersten Ecken, in die hintersten Winkel. Colnur hier ordentlich erfolgreich mit Schafen. 11 Stück und ein Wolf mit dabei. Da ist nochmal ein Schaf in der Gegend, nochmal ein Schaf in der Gegend. Das klappt sich allerdings dagegen. Und hier sind 3 Wölfe, um die man sich kümmert. Also ja, da ist man beschäftigt. Und hier jetzt auch noch Rehe. Also es trifft jetzt hier alles aufeinander, gerade in der Ecke. Wer macht da den besseren Job? Wie versucht er? Den Wolf hat er erwischt. Und kann natürlich die Rehe doppelt hitten. Das heißt, er kriegt den Kill automatisch. Und Colnur kann nicht wirklich was dagegen machen. Also ja, B ist jetzt bei 340 Gold, 350, 360 Gold auf jeden Fall. Dazu noch die Schafe. Es ist schon einiges. Es ist schon wirklich einiges auf der Karte. Weil man sieht, Colnur hat auch einen Haufen dabei. Aber ja, trotzdem kann B einiges da rausschlagen aus dieser Map. Die Frage ist, kriegen wir einen Wildschwein-Push? So die klassische, nicht sonderlich spektakuläre, aber durchaus starke Rush-Strategie. Erstmal wird hier der Wolf noch verfolgt, wie man sieht. Die rennen hier im Kreis und mit dem Doppelhit kann man natürlich einiges anstellen. Ja, das ist schön gemanagt. Das ist sehr schön gemanagt. Er hat mit Absicht gerade nur in dem Volley mit einem geschossen. Mit einem der Speer. Weil er dann die Hitpoints eben auf 6 runtersenkt. Das heißt, der Speer von Colnur kann sich den Kill nicht holen. Der macht nur 3 Schaden. Aber seine 2 Speer machen die 6 Schaden. Und hat mit dem Doppelhit dann einen easy Kill, den sein Gegner nicht verhindern kann. Also gut gemanagt. Und somit 390 Gold sind jetzt schon bei B. Mit den Schafen noch oben drauf. Das nochmal 70 Gold. Dann sind wir bei 420. Ich kann nicht rechnen. 460. Was war denn in meinem Kopf gerade los? Halleluja. Ich muss die Schafe aber erstmal noch abgeben. Das ist auch. Ne, da ist keins mehr. Dorfbäume wurden kurz. Oh, die Zeitoptimierung. Ja, auf die Kleinigkeiten kann es auch ankommen. Er hat sich gerade ein paar Sekunden gespart. Wie man sieht, hat die kurz eingeladen, direkt wieder ausgeladen, dass sie von hier nach hier gebeamt werden. Und jetzt wird die neue Ladung Schafe abgegeben. Und sich mit den Schafen und dem Wildschwein wäre schon bei 500 B. Also die 500 sind sogar relativ realistisch. So, auf der anderen Seite, Kavallerieschule ist da für die Franzosen. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Königlicher Ritter ist draußen. Und da können die Speer nicht viel dagegen machen. Die können dem zusehen, die können vor dem weglaufen. Aber bekämpfen können sie nicht wirklich. Und hier drüben werden Steine gesammelt. Will sich Colnur ein weiteres Dorf ziehen? Was sind wenig Steine? Es sind nur 3 Dorfbewohner. Aber er hat jetzt auch keinen Dorfbewohner unterwegs, um irgendwo Außenposten zu bauen. Also nicht sicher, was er genau mit den Steinen vorhat. Weil so viel passiert da gerade nicht. Ich gebe jetzt die ersten paar Steine ab. Aber er bräuchte 50 eben für eine Stellung. Wer das nicht hier? Speer kämpft gegen Speer. Speerkämpfer sind damit dabei. Der Ritter kommt hiermit an. Die Schafe werden zerlegt. 410 Gold momentan. Es ist mal nichts rausgewandert direkt auf dem Wildschwein. Das nächste Wildschwein wäre hier. Zwischen den beiden geweihten Städten. Das andere ist ganz weit in der Ecke. So, der Ritter versucht den Weg außen rum zu nehmen, um an die Dorfbewohner ranzukommen. Währenddessen haben wir hier, doch da sind die Dorfbewohner, auf Wanderschaft. Die Frage ist, wohin wollen sie? Also B hat sich keine Steine gekauft. Das wird auf jeden Fall kein Dorf sein. Das wird ziemlich sicher. Wird das hintere Wildschwein vom Kurs her? Oder steuert das hier in der Mitte an? Hat er gerade... Ich zweifle gerade an meinem Verstand, aber ich dachte, er hätte gerade noch keine Steine. Hat er die gerade beide in einen Satz gekauft? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall wächst er jetzt trotzdem Dorfzentrum heran. Also gut, ein weiteres Dorfzentrum ist es. Währenddessen wird hier deutlich mehr Steine gesammelt. Also Colnur wird mitziehen. Jeweils 2 Dorfzentren. Ritter versucht hier nochmal ein bisschen mitzumischen gegen die Dorfbewohner. Speerkämpfer pieksen da drauf. Ritter muss langsam aufpassen. Hitpoints schrumpfen, werden weniger. Hat also einen Kill gemacht, aber den Großteil seiner AP verloren dabei. Und das Dorfzentrum macht den Kill. Ein Ritter weniger. Erfolgreich gesniped. Und dann geht es jetzt hier eben an die Küstenfische, die es hier rundum gibt. Also da regeneriert sich nichts. Wenn die alle einmal weg sind, sind sie weg. Und da sehen wir auch das zweite Dorfzentrum von Colnur. Es wird ein bisschen Wirtschaftsfokus geben.
in den nächsten ein, zwei Minütchen. Und hier sind weitere Ritter gestorben. Okay, das ist unangenehm. Einer, okay, das kann mal passieren. Zweiter tut dann halt richtig weh. Wir sind in der sehr frühen Phase des Spiels noch. Also diese 140, 100 sind für Koino richtig viel Geld gerade noch, was er da verliert. Also das wirft ihn auf jeden Fall ein gutes Stück zurück. Wir sind jetzt bei 31,3 zu 28,9. Und dadurch auch natürlich mit weniger Rittern kann man weniger anstellen. Hat jetzt da noch einen. Baut überhaupt noch einen weiteren? Ne, hat jetzt aufgehört mit der Produktion. Und ist erstmal ein Schießstand. Er muss dann die Speerkämpfe kriegen. Und auch der Speer... Oh, wird es in einem Hackerl noch gesehen. B wollte da mit Absicht einen Surround ansetzen. Wollte mit den außen rumlaufen und den einkreisen. Aber er kriegt da Kill um Kill um Kill. Das läuft richtig gut für seine Speerkämpfe, muss man sagen. Hat da ein sehr solides Early Game. Ja, die Franzosen bauen jetzt schneller Dorfbewohner, aber das ist halt... Militärisch sind das einige Rückschläge für Koinu. Aber ansonsten bauen eben jetzt beide mehr Wirtschaft auf. Wobei, jetzt kommen die Dorfbewohner wieder mal nach vorne. Und da ist das Ziel. Wildschwein jagen. 415 Gold sind es momentan. Das ist jetzt hauptsächlich für die zusätzliche Nahrung dann auch. Und er könnte das trotzdem noch in einen Push umwandeln. Also unmöglich ist es nicht. Zudem ist es ja auch Bärenstreuen und Nebenmann. Also hier kann man ja bei dir arbeiten. Nee, einfach nochmal Dorfzentrum. Einfach noch eins. Warum auch nicht? 490 Gold, er bräuchte jetzt noch zwei Schafe. Er hat zwei Schafe hier stehen. Also die 500, wie gesagt, sind eigentlich eine reelle Sache. Textilien kommt auch noch mit dazu, um die Dorfbewohner zu stärken. Für alle Fälle. Also die Schafe kriegt er irgendwann automatisch und die Dorfbewohner sich hier durcharbeiten. Aber ja, hier gibt es dann erstmal noch mehr Nahrung, noch mehr Dorfbewohner. B pusht das Economy-Game weiter. Koino hat keine weiteren Steine, die er da gerade sammelt. Stattdessen bei ihm gibt es einen weiteren Schießstand. Ist dann schon bei seinem dritten. Also es werden mehr und mehr Bogenschützen von seiner Seite. Wie man sieht, auch Ritterproduktion gab es hier dann einen weiteren. Vier Bogenschützen sind das jetzt. Die Dorf von hinten sammeln ein bisschen Gold und dann wird das Dorfzentrum angesteuert, aber ja, gegen das Dorfzentrum, was kann er wirklich groß machen? Es sind inzwischen zu viele Dorfbewohner, also er kann wahrscheinlich ein oder zwei snipen. Das wird ihm gelingen. Ja, aber normalerweise, wenn Bieder aufpasst, sollte nicht zu viel schief gehen. Da ist noch ein Ritter unterwegs, hat aber auch nachher Hitpoints verloren. Und wir haben die 500 erreicht. Es ist eine Weile her, glaube ich, seit den letzten 500. Die aktuelle kann nochmal hochfahren und natürlich nochmal 5% mehr Nahrungssammelrate. Das heißt, die Dorfbewohner hier freuen sich megamäßig. Und es sind einige Dorfbewohner schon auf dem Feld. Also das bringt tatsächlich B, glaube ich, auch wirklich noch einiges an Nahrung pro Minute. Wir sind da insgesamt bei 44 zu 49 in den Dorfbewohnern. Wieder mal ein Ritter angeschlagen, wird von Speerkämpfen voll, kriegt nochmal einen Piekser ab von der Seite. Hat 18 HP noch. Währenddessen gibt es hier doch eine Mühle mit oben drauf. Mal gucken, die Jagdhütte. Ja, es ist von 25 auf 33 Gold pro Minute gestiegen. Das ist tatsächlich dieser Zeitbonus, den man bekommt mit alle 18 Sekunden Gold anstatt alle 24. Das ist doch nochmal gut was mehr. Hat er glaube ich, relativ wenige Jagdhütten bisher. Hat er keine weiteren dazugestellt. Also da ist er noch recht spärlich unterwegs, aber so weit, so gut. Für Koinu bisher das Ärgerlichste war natürlich der Verlust seiner frühen Ritter. Aber der Rest vom Game läuft eigentlich auch noch. Wie man sieht, sammelt mehr Ressourcen, baut mehr Produktion. Wirtschaft wird immer noch stärker, 54,50. Natürlich jetzt zwei Dorfzentren gegen drei, das macht das noch ein bisschen schwieriger, wird hier Dorfbewohner technisch aufgeholt werden. Aktuell hat er noch den Vorsprung, aber der wird kleiner und kleiner mit jeder Runde Produktion, weil eben das dritte Dorfzentrum mitarbeitet. Und man sieht hier jetzt auch so an, die große Goldart. B hat eine recht vordere Position schon hier, weil generell die beiden sind nicht weit voneinander entfernt mit diesen beiden Dorfzentren. Da wird nochmal die Position abgecheckt. Und verhalten sich hier noch sehr, sehr ruhig, muss man sagen. Das möchte gerade keine irgendwie überstürzen, um den Gegner anzugreifen. Ich kann mal kurz checken, wie viel Festplattenplatz ich noch habe. Nicht, dass die Aufnahme plötzlich in eine volle Festplatte läuft. Also, dass ich das alles hier versuche, so viel möglich und Reihe an Reihe aufzunehmen, füllt sich das Ding ziemlich schnell. Mit dem 4K-Material ganz besonders. So, wie man sieht, jetzt hier ein paar mehr Stallungen, mehr Reiter unterwegs. Wann gibt es das erste Aufeinandertreffen? Außenposten nähert sich hier mal an. Aber ansonsten haben wir noch die beiden vermeiden einen größeren Kampf. Es gab immer nur so kleine Geschichten mit Einzeleinheiten. 62, 64 jetzt Dorfbewohner-technisch. Also noch ist Koinu vorne, aber es ist quasi ausgeglichen. Militärisch ist es auch sehr nah beieinander. Allerdings, die Armeen sind unterschiedlich. Produktion wird auch noch immer mehr. Viele Reiter hier am Start. Und natürlich durch die Fische sammelt man sich auch durch. Die Schmiede sind mit dabei für Fernkampfrüstung. Und es gab auch schon Upgrades auf der Seite von Koinu. Hat da... Weil dann auch seine Produktion am Laufen nimmt. Bei ihm gibt es die Belagerungsfachkenntnis. Also eventuell ein Rambok
Und hier der Außenposten wird angegriffen, bevor irgendwas drin hat. Es ist eine Schießscharte unterwegs, aber die wird nicht fertig werden. Das ist so viel Schaden. Außenposten hat einfach niedergebrannt. Jetzt die Dorfbewohner können hier auch in Ruhe weiter sammeln, weiter Gold abgeben. Jetzt haben wir kurz Hit and Run gemacht. Weiterhin große Konfrontation vermieden. Der Wald da hinten wird kleiner, aber das gilt für beide Spieler. Hier noch die Palisade mit dabei, dass nichts reinläuft. Dass die Reiter da quasi nicht vorbeischauen. Und hier weitere Außenposten, kriegt ebenfalls Ärger. Der ist noch nicht mehr fertig, wird gecancelt. Der Dorfbewohner, überlebt er das? Wahrscheinlich nicht. Nee, der fällt. Die haben auch die Upgrade noch nicht. Also auf der einen Seite bei B sind es die 75 KP, bei Cornus sind es noch 50. Und da kommt jetzt der erste Rambock. Da rennen wieder mal ein paar Einheiten drumherum, aber nicht wirklich viele. Und dann kann es losgehen, Angriff auf das Dorfzentrum. Aber B hat auf jeden Fall einiges an Masse, was er dem entgegenwerfen kann. Und da steht auch genau in Position. 74, 72 mit Militär 43 zu 59. Da hat B also mehr Masse. Weil die königlichen Ritter natürlich etwas teurere Einheiten sind. Und es geht, wenn das ein Gegenangriff hier auch noch rein. Also in das ganze Holz. In die ganze Dorfbewohner hier. Wir behalten die mal kurz unten im Blick. Das sind 20. Mal sehen, wie viele davon übrig bleiben. Und hier gibt es einfach die Schlacht direkt. Und wie man sieht, das sind viele Speerkämpfe gegen die Ritter. Der Rambock fängt zwar an, aber das sieht gar nicht mal so gut aus hier. Für Koino, muss ich sagen. Seine Ritter waren ziemlich schnell zur Stelle. Jetzt genügend Ressourcen für ein weiteres Wahrzeichen. Aber er hat gerade hier vorne ganz andere Probleme. Er hat da hinten ein paar andere Probleme. Die Dorfbewohner hier haben nämlich ordentlich gelitten. Ein paar wurden einquartiert, aber der Rest wird trotzdem noch angegriffen. Wie man sieht, von hier ist, sind nur noch seine Bogenschützen übrig. Und sein Rambock, der macht noch weiter ein bisschen Arbeit, aber der wird gleich auch zerstört. Und der fällt ziemlich schnell. Der Außenposten ist zwar da, trotzdem die Bogenschützen kriegen mehr und mehr und mehr Ärger. Militärisch ziemlich deutlicher Sieg hier gerade für B. Koinu hat auch noch nicht sein Wahrzeichen angefangen. Wenn er die Ressourcen fährt, dann muss er erstmal irgendwie das in den Griff kriegen. Die Frage ist, kriegt er das in den Griff? Da ist noch so viel im Blau übrig. Okay, Wahrzeichen ist unterwegs. Ja, das sind die Reiter, ist immer noch hinten drin übrigens und haben auch einiges gekillt, wie man sieht. Da liegen einige tote Dorfbewohner rum. Hier wird jetzt einfach das Königliche Institut hochgepusht mit allen Mitteln. Aber währenddessen geht ressourcentechnisch nicht viel vorwärts. Und Reinforcements sind auch knapp, wie man sieht. Ein Ritter damit drin, der lebt nicht lange, der ist komplett surrounded. Die Bogenschützen ballern sich noch nicht ganz gegenseitig aus dem Leben, weil aktuell sind zu viele Ziele im Weg für Koinu. Er hat jetzt zwar die Ritterzeit erreicht, aber wie man sieht, er wird trotzdem an seine Produktion gepusht. Kann natürlich jetzt mehr und mehr Einheiten ranwerfen, aber er kann keine Ritter direkt produzieren. Das wäre jetzt schön, wenn er quasi eine andere Zivilisation wäre, weil seine Ritter brauchen ein Upgrade. Veteranen-Upgrade ist unterwegs, dauert aber nochmal 30 Sekunden. Und selbst dann, er hat fast keine königlichen Ritter. Also selbst wenn er das Upgrade hat, er hat trotzdem Schwierigkeiten an allen Ecken und Enden. Immerhin die Reiter, ne, die haben sich, glaube ich, ein bisschen zurückgezogen. Die machen jetzt hier gerade die Mühle kaputt. Aber an dem Dorf gibt es, wie man sieht, Ärger. Die Sperrkämpfe laufen jetzt gerade rüber in die Dorfbewohner. Wir sind insgesamt bei 75 zu 91 wirtschaftlich und mehr Probleme, wie man sieht. Hier ist kein Platz mehr. Das Dorfzentrum ist bereits voll. Es sind noch viele Dorfbewohner draußen. Und das Dorfzentrum kann auch von der ganzen Masse hier angegriffen werden. Der Außenposten ist gerade auseinandergefallen. Da chillen nochmal zwei Dorfbewohner jetzt rum. Also Koinu mit vielen Problemen versucht jetzt eben eine Armee zu bauen, die das irgendwie stoppen kann. Aber er muss da so viele Schmerzen davor erleiden, bevor das irgendwie was wird. Und dahinter läuft natürlich bei B alles wie gewohnt. Seine Wirtschaft wird immer noch stärker, mehr Einheiten werden produziert. Und hier das Dorfzentrum, für das sieht es trotzdem ziemlich schlecht aus. Hier die Dorfbewohner hauen ab, versuchen ihr Bestes, um sich einfach am Leben zu halten. Wie man sieht, Waffenknechte sind in Produktion. Das ist auch das Einzige, was Koinu gerade produziert. Aber sein Dorfzentrum, sein zweites, wird hier auseinanderfallen. Das kann er nicht mehr retten. Aber mit Reparatur wird es auch schwierig. Da sind so viele Einheiten drumherum, die dann seine Dorfbewohner nehmen können. Und kein Holz für die Reparatur. Das ist natürlich auch richtig ärgerlich. Und damit die nächsten Dorfbewohner auf der Flucht. Die Waffenknechte können sie jetzt gleich mit einmischen. Die Bogenschützen hier ziehen sie zurück. Aber dann Koinu sagt so, das kann ich so nicht mehr retten. Das kriege ich nicht mehr in den Griff. Und damit geht B jetzt in Führung. Vom anfänglichen Rückstand jetzt 1:2:1. Ja, es war relativ gleich auf für lange Zeit. Die beiden haben sich da auch noch keine großen Kämpfe geliefert. Das sieht man auch, dass Koinu eben die schnellere Bauzeit, bisschen die kürzere Bauzeit hatte, schneller Dorfbewohner pushen konnte, bis dann eben das dritte Dorfzentrum mit dazu kam und da hat sich B dann wiederum aufgeholt und danach abgesetzt. Also man sieht schön den Wendepunkt, wo das passiert ist. Und dann am Ende hinten raus gab es natürlich dann die Verluste. Militärisch konnte Koinu einfach nicht Schritt halten. Hat den Angriff versucht, wurde massiv geblockt, hat zudem einen Kont abbekommen und ab da sah es schon schlecht aus und die Ritterzeit hat ihn in dem Fall nicht gerettet. Hat damit eine weitere Mapwahl, aber B hat jetzt Matchball. So, und wir wechseln effektiv die Seiten. B ist jetzt mit den Franzosen unterwegs. Koinu hat sich die Ruß geschnappt, aber wir sind auf einer anderen Karte. Wir sind jetzt in der Grube. Bin mir gar nicht sicher, wie viel Gold es hier gibt für die Ruß. Aber gut, Koinu wird das schon demonstrieren, wie viel Gold er hier sammeln kann. Wie erfolgreich er hier wird. Da, wie man sieht, sind nämlich kleine Rehvorkommen. Man sieht es am kleinen Symbol. Das sind nur 3 Rehe anstatt 7. Also ist deutlich weniger. Entsprechend kriegt man da auch nur 30 Gold raus. Davon gibt es aber immer 2 normalerweise davon, wie man sieht. Da oben ist noch 1. Hier ist noch 1 und hier ist noch 1. Also anstatt
Zwei, aber selbst dann fehlt ein Reh. Ich glaube nicht, dass das vier sind. Ich glaube, es sind immer drei. Da gibt es keine Varianz, also keine RNG, der damit dabei ist, dass man quasi das Reh-Lotto gewinnen kann. Gut, 7 lässt sich halt auch relativ schlecht durch zwei teilen. Ist halt mit einem Problem. Können schlecht 3,5 Rehe dahinstellen. Könnten 3 Rehe und ein Schaf dahinstellen. Das wären dann goldtechnisch, wäre es, käme es aufs Gleiche raus. Problem ist halt, die Schafe haben reagieren anders als die Rehe. Also von dem her macht es dann auch wieder Unterschiede. Ja, wir sind, glaube ich, auch schon mit den größten Teilen durch. Nach 200 Minuten 210 Gold. Also es ist wirklich nicht so üppig wie Frisian Marshes, aber ich glaube, keine Karte ist so üppig wie Frisian Marshes. Es sind noch 5 Schafe mit dabei, das wäre nochmal 25 Gold oben drauf. Aber das reicht nicht für die 250 aktuell. Also gar nicht mal so geil für Koinu, wenn wir ehrlich sind. 250 möchte man schon erreichen und aktuell landet er ein bisschen davor, außer er findet nochmal irgendwann Wolf, deswegen ist er auch gerade nochmal unterwegs. Aber ich glaube nicht, dass da noch was übrig ist. Doch, da sind noch 2 Schafe. 3 Schafe. Okay, hier hinten in der Ecke gibt es noch was. Vielleicht gibt es in anderen Ecken auch noch was. Ein Wildschwein kann er sich nur mitnehmen, dann hat er die 250 auch, aber natürlich erst deutlich später. Ich prüfe gerade nochmal jeden Berg, um einfach zu gucken, ob da noch irgendwo was ist, aber doch, da ist noch ein Schaf. Also wenn noch so Kleinigkeiten wären übrig mit den Schafen, könnte das tatsächlich auch schaffen auf die 250. Goldenes Tor wird jetzt erstmal gebaut und die Speer versuchen hier für Stress zu sorgen. Fackeln jetzt tatsächlich das Haus ein bisschen an. Das ist außerhalb der Reichweite vom Dorfzentrum. Da kann man entspannter drauf und natürlich mit dem Bonusschaden der Fackeln geht da auch gut was. Man sieht, das Haus slidet. Slidet ziemlich deutlich. Mal gucken, kurz fängt das auch an zu brennen, wenn das weitergeht. Wenn das sind die Kavallerie-Schule hat nicht den größten, die größte Prio. Jetzt kommt die Reparatur mit dazu. Ist die Reparatur genug? Ja, ist genug. Hitpoints steigen langsam, aber sie steigen. Problem ist natürlich, Bi braucht dafür ständig Holz, aber das bisschen Holz, das kriegt er noch hin. Dessen hatte ich hier nochmal ein Schaf mit dabei, dieses eine. Könnte ich die 3 Späher schlecht angreifen mit dem eigenen. Das ist nicht genug, was er da quasi an Schaden hat. Da kann man auch extra noch ein weiterer Dorfbrunnen mit dazu fürs Gold sammeln, damit er eben quasi seinen Kollegen ablöst. Und Steine sollen auch mit dazu kommen. Okay, jetzt versucht er sich da einzumischen. Das Schaf wird nochmal weggeschickt ans Dorfzentrum. Das Dorfzentrum ist selber, hilft nochmal aus gegen die Speer. Königlicher Ritter ist im Bau. Aber das sollte nicht so viel schief gehen. Also das Ding wird gehalten. Findet Koinu jetzt noch die Schafe? Anscheinend. Der Speer ist in der richtigen Ecke unterwegs, um da was zu finden. Er findet 2. Er bräuchte alle 3 für die 250. Außer er hat hier noch irgendwo ein Schaf, aber ich glaube, er hat schon alle zerlegt. Hier, da hat er es momentan immer noch kurz vor 250. Das ist halt wirklich ärgerlich. Das ist wirklich, wirklich nervig. Aber gut. Damit muss er umgehen. Da fehlt natürlich ein bisschen Sammelrate. Es fehlt ein bisschen Goldgenerierung von der Jagdhütte. Also es schwächt ihn schon ein bisschen. Das ist, glaube ich, nicht die Welt. Aber es bremst auf jeden Fall ein bisschen aus. Muss natürlich auch gucken, dass er so wieder Gold ran schafft. Seine Goldvorräte sind dann auch nicht so grandios. Ja, scoutet auch immer noch ein bisschen mit den Speeren durch die Gegend, aber das eine Schaf hat er da noch nicht gefunden, das hier oben irgendwo, hier hing doch noch eins ab. Da, da ist es. Das wäre das Schaf, das er braucht, das Schaf seiner Träume. Ja, dessen sind hier jetzt die königlichen Ritter drin, finden mal die Dorfbewohner kurz am Arbeiten. Haben auch einen Kill gemacht und wie man sieht, die Goldader kann noch nicht bearbeitet werden. Also es gibt mehr Stress für Koinu gerade, er hat ein deutlich unentspannteres Early Game, als das für Bi der Fall war. Hatte den durchaus besseren Start, wobei hier große Volley nochmal auf den Ritter. 25 HP verbleiben. Der Speer ist Nummer 6. Findet er das eine Schaf? Das auserwählte Schaf, das chillt jetzt gerade ganz oben am Handelsposten. Koinu hat sonst den Rest der Garde so ziemlich abgescoutet. Auch schon mehrfach wahrscheinlich. Die Speer hier halten einfach den Wald ein bisschen im Blick. Ne, er hat's noch nicht. Weil das ist halt gerade echt ein Trauerspiel. Mit den beiden Schafen hängt er bei 2,45 und das ist wirklich so. Ach, es fehlt so ein halber Zentimeter einfach. Es gibt das zweite Dorfzentrum. Bi hat jetzt selber genügend Steine gesammelt, um auch ein weiteres aufzustellen. Also wir sehen wieder auch ein bisschen mehr Wirtschaftsfokus. Ein paar mehr Dorfbunde, die mit dazukommen. Kasane kommt damit ran. Das heißt, auch einheitentechnisch geht man ein bisschen sparsamer gerade noch um. Also militärisch. 27 zu 30 aktuell. 3 Dorfbunde mehr also bei Bi. Die Frage ist natürlich dann auch, sein Dorfzentrum, wo stellt er das überhaupt hin? Also Bi hat die Ressourcen dafür, ich bin mir nicht ganz sicher, wo es auch hier, am Wildschwein. Er schnappt sich selber das Wildschwein, das ist natürlich auch ganz nett. Weil das Wildschwein ist, das auf seiner Seite der Karte quasi ist. Baut aber hier das Dorfzentrum nicht dazu, wie man sieht. Es ist einfach eine Mühle, die hier hinstellt. Schickt die Ritter dann auch mit rüber. Okay.
Ich denke dann immer, das Wildschwein verschwindet dabei, weil er drüber baut. Aber nein, es wird einfach in den Boden versetzt. Das sehen wir jetzt auch nicht zum ersten Mal. Aber tatsächlich, Mühle plus, warum dann die Mühle vorher? Er kriegt keinen Bonus, wenn hier eine Mühle steht. Also das erschließt sich mir nicht so ganz, was der Gedanke war von B. Vielleicht, weil er einfach die Fläche nicht bekommen hat, weil die Späher im Weg umgegangen sind. Aber trotzdem, das ist, ja, komisch. Aber gut, soll er machen, wie er meint. Dorfzonen ist jetzt mit dabei. Oben gibt es dann auch die Goldader, die man da in Besitz nehmen möchte. Und wie man sieht, hier kommt der Schießstand. Also irgendwie, B macht das, was man eigentlich von den Ruß kennt. Wildschwein nehmen und danach Produktionsgebäude da dran schrauben. Währenddessen sind die Ritter weiterhin unterwegs. Währenddessen Koino versucht einfach sein Game weiter durchzuziehen. Schnappt sich da eine Schmiede mit dazu. Wie viel Handel hat er da noch? Ne, hat einen Handel gerade. Also nicht wirklich viel. Mal gucken, ob er da auch nochmal ein weiteres Dorfzimmer dazustellt. Hatten wir bei B schon, dass er da plötzlich mit nochmal einem daherkam. Aber sonst ist es eigentlich ein recht idyllisches Spiel gerade noch von den beiden. Ja, die Ritter sind da unterwegs, aber können sich nicht wirklich reintrauen gegen die Speerkämpfer. Das heißt, die chillen erstmal außerhalb. Machen so ihr Ding. Wir sehen weitere Upgrades, die damit dazukommen auf beiden Seiten. Wirtschaftsupgrades tatsächlich auch schon direkt auf Stufe 1. Und Belagerungsfachkenntnis auf der Seite von Koinu. Also Ramböcke werden dann eine Option. Jetzt hat er diese elenden 245. Ah, währenddessen hat er sein Gegner die 500. Also das ist... So, die eine Seite ist wirklich Schmerz, die andere Seite ist Ekstase. Über die 500 freut man sich saumäßig und über die 2 verpassten so 50 ärgert man sich ziemlich. Ah ja, aber das ist halt die Höhen und Tiefen in diesem Spiel. Und man sieht, die Dorfbewohner kommen mitgewandert. B versucht hier Druck zu machen, aber er kriegt auch selber gleich was ab. Zumindest ist da was unterwegs. Aber Koinu, nee, er rudert zurück. Mal kurz umgedreht. Auf jeden Fall B zieht hier durch, wie man sieht. Versucht einen Außenposten hinzustellen am feindlichen Dorfzentrum, an den Produktionsgebäuden. Reaktion hier, auch ein kleiner Angriff. Hier oben waren keine Ressourcen gesammelt. Also, ja, etwas eigenwillige Situation gerade. Die Späher können nicht viel tun. Die opfern sich einfach, aber ohne großen Mehrwert. Einer fällt, der andere gibt ein bisschen Schaden ab. Wie sieht es mit der Truppe aus? Hier sollen Häuser gebaut werden. Das wird erstmal nichts. Die Dorfbewohner müssen weg. Das Dorfzentrum kann hier helfen. Man kann Sachen einquartieren. Und das ist alles Infanterie, die nicht so viele Hitpoints hat. Also die muss wirklich auch aufpassen auf das Dorfzentrum, wenn das schießt. Wer das denn hier? Der Außenposten ist fertig. Nächster Außenposten wird gebaut. Und B macht da Stress und will auch, er will die Rehe hier haben. Also er ist ja mal richtig gierig, was die Nahrung angeht. Schnappt sich das Wildschwein, schnappt sich die Rehe da drüben bei seinem Gegner. Gibt da nicht so einfach her. Währenddessen kommt er selber gar nicht so ganz an seinen Wald ran. Aber die Bogenschützen werden ins Dorfzentrum gelockt und prompt regnet es Pfeile und die Bogenschützen leiden massiv drunter. Gott, der Overkill gerade. Wie viele Pfeile da noch eingeschlagen sind auf einen Bogenschützen, der schon tot war. Zunächst der Außenposten steht. Weil das hier vorne ist, damit man Gold. Wie viel große Goldadern möchte B eigentlich noch angehen? Hat er schon 2? Ist natürlich hier ein bisschen weggewandert, damit die Bogenschützen ihn nicht killen. Aber er hatte die hier oben. Er wollte einfach nicht so weit laufen, denke ich, mit den Dorfbewohnern. Schickt sie in die nächstbeste Goldader und kriegt den weiteren Speer kaputt. Hat dann noch einige Ritter am Start und Außenposten, die wurde nicht abgegradet. Es fehlen die Steine und er kann gerade keine Steine. Doch, er könnte bei seinem Gegner hier Steine sammeln. Die könnte er sich schnappen, wenn er wollte. Die Bogenschützen chillen hier. Währenddessen, Koinu überlegt sich immer noch, was er mit seiner Truppe anstellt. Versucht dann ein bisschen mehr Schaden zu machen. Kann das Haus und ein paar andere Gebäude abreißen. Aber hat hier ein bisschen mehr Ärger. Und da kommen Ramböcke bei ihm mit dazu. Sind da bei 58 zu 61. B ist wirtschaftlich leicht vorne. Militärisch 23 zu 42. Da Koinu mehr. Aber er hat halt die ganze Masse an Speerkämpfern und Bogenschützen. Zeitalter ist gleich. Und da wird einmal kurz repariert. Ramböck kommt angefahren. Aber Ritter sind auch mit in der Gegend. Jetzt also versucht die Position direkt zu brechen, bevor sich B hier zu krass festigt. Reinforcements sind nur wenige unterwegs. Viele Bogenschützen sind da draußen. Auf beiden Seiten sind es einige Speerkämpfer, mischen da jetzt mit. Die Ritter versuchen, die Bogenschützen anzugehen. Die Speerkämpfer werden von den Bogenschützen in Blau weggeballert und die Speerkämpfer sind gleich auch alle weg. Das heißt, die Ritter können sich jetzt austoben. Dorfbewohner wurden mitgezogen, um den ersten Außenposten zu killen. Das hat auch funktioniert. Das heißt, ich denke, B kommt hier nicht weiter durch mit der Aktion. Er kann noch ein bisschen Nahrung klauen. Hat noch viele Bogenschützen, hat noch die Ritter mit dabei. Aber die Außenposten werden abgeräumt, die Ramböcke kann dann einfach fleißig weitermachen. Das kann Koinu auf jeden Fall halten. Weil die Dorfbewohner packen nochmal die Fackeln aus, fangen dann weiteren Außenposten. Also B möchte das noch nicht mal aufgeben hier. Er will hier weiterbleiben. Die Ritter chargen mal kurz auf den Ramböck ein. Kosten ihm einige Hitpoints.
Speerkämpfer gehen raus und werden sofort wieder weggeschossen. Ein paar Felder werden da angelegt. Währenddessen der Trupp chillt hier die ganze Zeit, weil natürlich Fokus liegt hier drüben auf der Ecke. Und der B gerade weiter Chassmann, der drückt auch weiter seine Reinforcements darüber, schickt auch die Dorfbewohner weiter ran. Möchte die Rehe also als nächstes sammeln, nachdem das Wildschwein jetzt weg ist. Und oben gibt es da noch einen Stall an dieser großen Goldader. Also, ja, B's Gebiet ist ziemlich aufgeteilt auf verschiedenste Ecken. Und versucht einfach Conny da die ganze Zeit zu belagern, der währenddessen auch weiter rausgewandert ist für die Nahrung an der Position. Die Bogenschützen sind nochmal frech, suchen dann einen Dorfbewohner, Kill und kriegen auch einen. Kommen nicht weit genug zurück, die Rampage stehen immer noch parat. Sind es bei 65 zu 71. Und da wird das Wildschwein angepeilt. Koino möchte die 250, ne, er möchte eigentlich hauptsächlich das Bildschirm. Das Jagdgold ist ihm zu diesem Zeitpunkt relativ egal. Es geht ihm eher darum, die Nahrung zu sammeln von dem Ding. Bildschirm, wie man sieht, macht gut seinen Schaden, trägt einen Dorfbewohner Kill. Nächster Dorfbewohner ist da auch noch angeschlagen, zweiten Kill. Ah, wobei, DPS ist gegen das Bildschirm nicht so krass. Und man sieht, Dorfbewohner wird rausgemicrot, nochmal Dorfbewohner wird rausgemicrot, der Bildschirm ist jetzt down. Man kann anfangen hier zu sammeln. Und das sind hier, die Belagerung läuft noch weiter. Weitere Außenposten wird hochgezogen. Und hier sind sogar ein paar Einheiten. Und die kamen an der Truppe vorbei, die Ritter, irgendwie. Die sind einfach frech dran vorbeigeritten. Und hier ist eine hölzerne Festung jetzt am Start. Gerade rechtzeitig, um die Dorfbewohner zu schützen. Wobei, die Reaktion ist ein bisschen spät. Das heißt, mehr Dorfbewohner leiden dabei. 5 sind es noch, 4 sind es noch. Und damit die Hälfte der Dorfbewohner noch übrig an der Position. Hier die Position wird weiterhin gehalten. Zweiter Außenposten hat fertig. Da gibt es auch wieder, wie man sieht, ein paar Stellungen, die eingebaut werden. Schießschaden kommen wir dazu. Nochmal ein Außenposten. Also da ist B wirklich frech, was ihr macht. Will von der Position nicht weichen, wenn das Nest sich hier weiter quasi reinbaut. Generell mehr auf der Position hier festigt. Sammelt aber noch massiv Gold weg. Die Steine sammelt er, genau, die Steine sammelt er von hier oben. Da kommen die jetzt her für die ganzen Außenposten. Ja, mit jedem Außenposten wird das ein bisschen nerviger. Die Rampe wird alleine vorgeschickt von Koinu. Ja, der macht damit zwar einen Außenposten kaputt, aber das wird ihn die Rampe kosten. Die kommen hier nicht lebend wieder raus und die kosten sehr viel Holz und brauchen einiges an Zeit. Also nicht sicher, ob sich das gerade gelohnt hat, einen Außenposten für zwei Rammböcke zu tauschen. Und wenn er sammelt jetzt am Wildschwein, die Bärensträucher werden auch noch runtergesammelt. Und hier haben wir nochmal die Ritter, die treffen jetzt auf diese Speerkämpfertruppe, die da schon eine Zeit lang draußen stand. Kriegen auch sofort den ersten Kill. Weitere Rammbock wird jetzt gebaut. Trotzdem ist einfach immer noch die Belagerung, die hier läuft. Das ist... Ja, Felder haben sich in der Zwischenzeit drum gekümmert. Koinu ist auf einer Kapazitätsgrenze von 130 gerade festgefahren. Die hat das Problem erstmal nicht, stattdessen geht er nochmal tiefer rein und wieder mal die Speerkämpfer kommen angelaufen, werden weggesniped. Keine Überlebenschance bei so vielen Bogenschützen, ist auf beiden Seiten einige. 26 zu 22, wieder mal ein Rambock, kriegt aber sofort Lage. Der Rambock ist wieder mal alleine und der Rambock kommt überhaupt nicht weit, der wird sofort zerstört. Das heißt, die Außenbossen bleiben hier auch weiterhin. Weitere Schießschaden sind auch geplant und kommen dann gleich online. Also die Feuerunterstützung krasser und das nervt einfach für Koinu, dass er die ganze Zeit jetzt belagert wird. Weil das an der Seite geht es jetzt auch mit mir. Man sieht, B kriegt mehr Kontrolle über die Karte. Seine Aktionen haben da Erfolg. Das Bildschirm hier wird gar nicht mehr bearbeitet. Die ganzen Dorfbewohner, wurden die abgezogen oder sind die gestorben? Da kommen auf jeden Fall die Dorfbewohner angelaufen. 4 Stück. Weil das sind der Trupp gegen die Ritter. 8 Speerkämpfer. Sollte reichen. Wobei es sind auch Bogenschützen mit dabei. Nicht mehr sicher, ob das reicht. Wenn man sieht, die fangen nämlich jetzt an, die Speerkämpfer rauszunehmen. Ein Ritter leidet da ein bisschen runter, aber... Speerkämpfer werden weniger. Hier kann sich auch B durchsetzen. Das macht die Situation für Koinu noch unangenehmer. Der zieht währenddessen oder hat vorne Palisade in der Mitte zu ziehen an der geweihten Stadt. Er hat hier deutlich andere Krisen her. Wie man sieht, seine Kaserne wird gerade runtergerissen von den ganzen Einheiten. Er versucht damit seinem eigenen Militär zu kontern, aber eben hier im Außenbezirk gibt es jetzt auch Stress. Diese hölzerne Festung wird auch nicht reichen gegen die ganzen königlichen Ritter. Die setzen sich da auch durch und B hat auch genügend Ressourcen für die Ritterzeit. Also Koinu muss irgendwie mal einen Ausbruchsversuch hinkriegen. Aktuell stattdessen die drei Außenposten werden upgradet auf Stufe 2, also doppelte Hitpoints. Damit das noch nerviger wird, wenn das hier oben einfach die Ritter alleine, wie gesagt, die arbeiten sich da durch, die schaffen das. Hier hinten gibt es jetzt aber auch das Wahrzeichen. Also in Sachen Wahrzeichen ist Koinu dran. Abteil der Dreifaltigkeit ist ebenfalls unterwegs, Bauforschung ist tatsächlich fast gleich auf von den beiden. Also da hat dann keiner wirklich großen Vorsprung. Trotzdem ist die Situation für Koinu etwas bedränglicher. Sein Gebiet wird deutlich mehr abgeschnitten. Man sieht, das Bee wandert da weiter raus, sammelt jetzt hier auch die Bärensteuer weg. Also er ist einfach frecher, was das Ressourcenklauen angeht. Hat hier seinen verstärkten Außenposten. Und hat eben jetzt auch das Sammeln vom Wildschwein unterbunden. Macht auch weiter und möchte hier die Bärensteuer auch noch angreifen. Also dieser Außenbezirk hier.
Das ist das zweite Dorfzentrum, aber das ist jetzt nicht so spektakulär in der Verteidigung. Und auch hier hölzerne Festung. Kurz vorm Fertigstellen geht's an die Dorfbewohner. Gott, da lebt kein einziger Dorfbewohner mehr. Alle werden zu schlagen, nicht einer kommt in die hölzerne Festung. Und hier gibt's das Backup dafür. Wie man sieht, die hölzerne Festung auch, weil das Dorfzentrum nicht reicht für alle Dorfbewohner in der Ecke. Das sind jetzt bei 82 zu 101. Vorsprung von B wurde da größer und stellt jetzt hier eine Belagerungswerkstatt. Ja, wenn er die Position schon mal hat, kann er das auch als Startrampe nutzen, um richtig lästig zu werden mit Triebböcken. Währenddessen wandert Koino mit seinem Militär hier hoch, um der Bedrohung sich entgegenzustellen. Dafür fehlt natürlich hier unten jetzt einiges am Militär. Man sieht Upgrade-Palette für B und unter anderem auch die königlichen Blutlinien. Das wertvolle Upgrade, das deutlich mehr TP auf den königlichen Rittern bringt. Auf der anderen Seite bei Koino, wie man sieht, einfach Dorfbewohner im Bau. Also das sind gewisse Unterschiede vorhanden. Aber er rüstet gerade auch noch eine Produktion auf, hat die Palisade jetzt hier und kann an der großen Goldader sammeln. Also er ist weiterhin goldtechnisch gut unterwegs. Hat auch hier theoretisch die Goldader noch, die ist noch nicht direkt belagert. Sie ist nicht in der sichersten Position, aber man könnte davon noch arbeiten, theoretisch. Sammelt jetzt auch ein paar Steine. Seine Abtei ist da, könnte die Kriegermönche bauen, ein paar Reliquien hat er in der Gegend. Wird er trotzdem von zwei Seiten hier angegriffen, mehr oder weniger. Einzig die Mitte ist gerade noch safe, weil er sich die selber zugebaut hat. Aber hier wird es gleich deutlich komplizierter eben mit dem ersten Triebwagenbau. Die Steine werden auch noch weggesammelt. Das ist krass, wie B hier vorne einfach Ressourcen klaut. Die Bärensträucher, und von denen hat er tatsächlich erstmal aufgehört zu sammeln. Hinten ein paar Felder angelegt. Stattdessen nimmt er da mal ein paar Rehe mit, die auf der Karte unterwegs sind. Und hier gibt es eine weitere Palisade, die hochgezogen wird. Den Winkel zu machen. Können jetzt auch mit dem eigenen Triebwagenbau. Jetzt mit den Kriegermönchen auch, die er sich dazu holt. Aber wie man sieht, sein Gebiet ist deutlich kleiner geworden. Und was für ein Bergfried-Projekt hier. B wird jetzt ja, also, wenn er merkt, er kommt damit durch, macht er auch sofort weiter und versucht dann noch weiter reinzudrängen. Da sind jetzt berittene Bogenschützen am Start, aber die werden alle weggesniped. Die Dorfbewohner, ja, ein paar sind gestorben, aber es sind noch so viele. Der Böck wird auf jeden Fall fertig. Der steht jetzt halt in einer richtig ekligen Position. Und Gott, ey, B ist so, er ist so unbequem. Er will jetzt auch noch das Gold von seinem Gegner wegsammeln, hat den Triburg jetzt hier mit dabei, unterstützt von dem Bergfried, natürlich in die richtige Luxusposition. Hinten das Dorfzentrum kriegt Ärger, das ist das Wahrzeichen-Dorfzentrum, er ist nicht hier, das Backup-Dorfzentrum, er ballert einfach so ein bisschen raus. Einmal der Triburg wird beschossen, er verliert auch nachher Hitpoints, wenn das die Dorfbewohner hier werden ebenfalls beschossen. Nicht sicher, ob das die geilste Position ever ist für B, aber es ist ihm einfach egal. Er ist hier, um zu kämpfen, Veteranen abgekannt, gerade schön noch mit Online für die ganzen Bogenschützen. Gerade rechtzeitig, um hier im Kampf ein bisschen besser zu bestehen, Sperrkämpfe mit rein, die Ritter sind da in keiner guten Position mehr. B zieht sich aber noch zurück, bevor es größere Verluste gibt. Schickt seine eigenen Bogenschützen da auch mit ran. Triebböcke jetzt hier, Waffen, Steine auf alles Mögliche. Ansonsten weitere Krisenherd hier. Ein paar Ritter werden reingelockt, werden aber zerstört, kommen nicht weiter durch. Verteidigung ist da soweit dicht. Hält das alles. Trotzdem werden da weiter Steine. Nee, Steine werden gerade nicht weiter gesammelt. Die haben sich alle aufs Gold umverlagert. Der Triebock wird repariert. Die Goldader wird einfach noch runtergefressen. Die Ritter gehen da mal weiter rein, suchen natürlich nach den Triebock-Kills. Haben da den einen im Visier, der frisch produziert wurde? Ne, laufen da erstmal außen rum. Also sind sie nicht einig, welchen Weg es gehen soll. Die Bogenschützen killen sich fleißig gegenseitig. Ich glaube, B hat da ein bisschen mehr. Da aktuell 22, auf der anderen Seite sind es gerade 14. Also er hat mehr Bogenschützen. Und der Rest der Truppe schützt einfach die Triebböcke. Und die Ritter sind aber dran an den Dorfbrunnen hier unten, die das Gold sammeln. Das wird wehtun. Die hölzerne Festung versucht, Vollunterstützung zu leisten, aber die ist halt nicht gut genug. Die Ritter farmen sich da fröhlich durch. Das gibt Kills um Kills um Kills an den Dorfbewohnern. Wenn das ein Mangel hier mit dabei, um die feindlichen Dorfbewohner, die feindlichen Bogenschützen auszuschalten. Generell alles auszuschalten, was der Gegner hat. Sehr viel relativ schwache Infanterie. Der Bergfried leidet immer noch, aber er hält auch noch durch. Das Dorfzentrum leidet, wir sind bei 64 zu 118 jetzt in der Wirtschaft und hier wurde halt wirklich alles abgeräumt. Oh, das ist richtig ärgerlich, Koino. So viel Gold hat er nicht. Für B sieht das Gold dahin deutlich besser aus und er farmt auch immer noch die feindliche Goldader leer. Hat den Triburg jetzt auch bekommen. Ein zweiter Triburg ist aber noch mit dabei, der noch weiter Schaden macht. Die Mangel schlägt immer noch wie wild um sich, die Sperrkämpfer kommen jetzt angelaufen. Kann das Koino irgendwie halten? Der Bergfried ist selber fast im Auseinanderfallen. Da kommt jetzt eine Rote mit dazu, der Mangel wird am Leben gehalten. Peinetten Sturm dann mal rein und opfern sich. In dem Fall sind es ein paar Ritter. Die Rote geht nach vorne, versucht den Triebock loszuwerden. Der Bergfried, wird der repariert überhaupt? Der wird jetzt repariert. Der hält erstmal noch. Gerade so. Die Rote versucht, das ins Visier zu nehmen. Der Triebock lebt aber auch noch. Weil das Dorf sitzt und hier fällt fast auseinander. Die Mangel schießt einfach noch mitten rein. Es ist Chaos im Gebiet von Koino. Kann er das irgendwie managen? Den Forst ist unterwegs auf beiden Seiten und versucht das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und natürlich für B, er möchte hier im besten Fall durchpushen. Dorfzentrum ist kurz vorm Auseinanderfallen. Der Triebock kriegt Ärger. Der Triebock geht drauf an diesem einen königlichen Ritter. Er wird zerstört. Wahrzeichen ist ebenfalls zerstört. Und somit ein Dorfzentrum weniger. Es wird repariert, es wird neu aufgebaut, aber das dauert lange, das in den Griff zu kriegen. Und der Triebock sucht sich sein nächstes Ziel.
Madison ist hier einfach immer noch. Es ist einfach so viel Chaos hier. Die hölzerne Festung derzeit wurde abgerissen. Das Tor wird aufgebrochen. Die Golder, da wird runtergefarmt. Wie verrückt. Die Position wird immer noch gelten. Da kommt jetzt. Oh Gott, die Dorfbohne hier. Das weiteres Mal. B schnappt sich einfach die Ressourcen auf der gegnerischen Hälfte der Karte. Es ist ihm vollkommen egal. Er hat den Anspruch drauf erhoben. Das sind seine Ressourcen. Und ja, er will hier im besten Fall seinen Sieg haben. Er hätte gern hier sein 3:1. Macht da weiter Druck. Peilt die Dorfbohne an. Und die Dorfbohne kassieren auch nochmal mehr. Wir sind jetzt bei 99:180. Gesamtbevölkerung 126:65 in der Wirtschaft. Mehr Dorfbewohner fallen hier durch die Mangel. Mangel wird zwar zerstört, aber hat schon sehr viel Schaden angerichtet. Und es nimmt jetzt hier einfach kein Ende. Die Position von B ist halt trotzdem sehr stark mit diesem Bergfuhr wieder auf vollen Hitpoints. Und da ist das GG von Koinu City nicht mehr in der Lage, irgendwas retten zu können. Muss sich da B geschlagen geben. Und ja, das war mit der. Man hat wirklich sein möglichstes Versuch gegen diesen Ansturm, aber es war einfach nicht genug. Aber ja, cooles Match von den beiden. Wirklich interessante Sachen, die man gesehen hat. Vor allem eben auch diese zwei Seiten der Medaille der Rus. Der eine hat die 500, der andere schafft die 250 nicht. Das sind ja zwei verschiedene Welten und entsprechend sind die Games dann aber auch gelaufen. Weil Koinu hat sich nicht schlecht gehalten, weil es wirklich B lässt nicht locker. Also wenn der sich da mal festgebissen hat, der weigert sich halt auch loszulassen. Man hat es gesehen, der ersten Karte hat er das eigentlich schon vorgehabt. Nur da hat Koinu das gestoppt bekommen, hat die Dorfzentren zerstört und dann sah es für B schlecht aus. Hier konnte es sich deutlich besser festigen. Gut, man muss auch dazu sagen, er hat hier keine Dorfzentren in seinen Gegner, an die gegnerische Basis rangestellt. Ist natürlich dann schon ein bisschen was anderes. Aber generell spielt B sehr viel auf Konfrontation. Mit seinen Gebäuden auch. Scheint das so sein Stil zu sein. Und ja, konnte Koinu da eben über die ganze Serie hinweg dann doch schlagen. 3:1 Wien. Das heißt, B landet im Qualifizierungsmatch. Das dann, ist es ein Best of 7? Ich glaube, es ist ein Best of 7. Und eben der das gewinnt, hat sich für Red Bull Wululu qualifiziert. Aber wir haben erst noch ein paar Matches aus der Round of 8, durch die wir durch müssen. Das kommt dann als nächstes. Da geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.